Willkommen zurück aus der Mittagspause. Es sah zumindest so aus, als hätten sich alle ganz gut unterhalten und hoffentlich auch gut gegessen. Wir starten jetzt hier mit dem dritten und letzten Input. Nochmal der Hinweis, gegenüber findet das interaktive Forum statt. Da geht es um offene digitale Infrastrukturen für mehr Nachhaltigkeit, vor allem mit Fokus auf Open Source. Und wir werden der Frage nachgehen, wie sich mit KI der Markt verändert. Und dafür haben wir eine ganz klasse Referentin bei uns, Pega Maham. Komm gern schon mal hoch. Herzlich willkommen. Genau. Herzlich gern. Pega, du bist Projektleiterin für KI und Data Science bei der Stiftung Neue Verantwortung. Die werden bestimmt auch viele hier kennen. Du arbeitest vor allem zur Frage, wie man Fortschritte bei KI messen kann, vorhersagen kann, aber beschäftigst dich ja auch viel mit den Risiken und auch viel mit der Regulierung. Das war heute ja auch schon im Thema. Und du hast vor allem ein European Policy Data Science Network gegründet für Data Scientists wie dich aus NGOs, Think Tank, Politik, Verwaltung, die sich eben in diesem Netzwerk treffen. Fand ich sehr spannend. Und du hast jetzt 15 Minuten Zeit für deinen Input. Wir sind sehr gespannt und danach geht's wieder in die Fragerunde. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert so. Könnt ihr mich hören? Cool. Worüber ich heute gerne sprechen möchte, ist so die, ihr nennt das komplexe KI-Modelle, die Foundation-Modelle, Basismodelle, General-Purpose AI, generative KI. Es gibt viele verschiedene Wörter dafür. Wie sich das so entwickelt hat, was es so für Prognosen gibt, wohin sich das entwickeln könnte und welchen Einfluss das hat auf Marktdynamiken. Und als erstes würde ich einmal erklären wollen, warum der Markteintritt nicht so einfach ist, was diese Modelle angeht, also warum es Markteintrittsbarrieren gibt. Möchte ich einmal darüber reden, was es denn auf der anderen Seite eigentlich an Anwendungsbereichen gibt und was für verschiedene Möglichkeiten es gibt zwischen den verschiedenen Marktteilnehmenden in diesen Schritten, diese Übergabe solcher Modelle zu haben und gewisse Lösungsideen, um einen Markt zu konzipieren, wo mehr teilnehmen können. Also zunächst einmal zu den Markteintrittsbarrieren. Bevor diese Ära so richtig losging mit Deep Learning und diesen neuronalen Netzen, hat man oft KI-Modelle gebaut, indem man beispielsweise so einen grundlegenden Algorithmus aus einer Library genommen hat und das dann nochmal auf seinen Daten trainiert hat. Beispielsweise ist ein Hund oder eine Katze auf dem Bild zu sehen, also so ein ganz klischeehaftes Beispiel. Und dann hat man Klassifikationsalgorithmen dafür trainiert. Oder aber auch auf Text, da hat man trainiert auf eigenen Textbausteinen, wie beispielsweise, ob jetzt ein Text eher eine freundliche Rezension von einem Kunden ist oder eher negativ. Also sehr spezifische Beispiele. Und was sich dann verändert hat durch diese Large Language Modelle, ist, dass mehr generelle KI-Modelle gebaut worden sind, die dann auf einmal sehr gut in verschiedensten Sachen waren, für die andere sehr viel Daten und Zeit investiert haben, um das Gleiche zu erreichen. Also beispielsweise verschiedene Sprachen. Jetzt aktuell die neuesten ChatGPT, die Modelle dahinter, können sehr, sehr viele Sprachen sehr gut, können auch dazwischen übersetzen, obwohl sie jetzt nicht explizit darauf trainiert worden sind. Und vielleicht kurz dazu, wie diese Modelle eigentlich gebaut werden, dass wir dann zu dem Punkt kommen, warum kann das denn nicht jeder bauen? Also wieso, wenn das so Modelle sind, die so viel können, wieso bauen wir das nicht einfach nach oder viele EntwicklerInnen? Man hat das ja oft gehört, dieses Next Word Predictors, also das nächste Wort wird vorhergesagt. Und das ist die erste Stufe dieser Entwicklung. Man entwickelt tatsächlich nicht unbedingt den Algorithmus, also nicht den Algorithmus selbst oder die Mechanik selbst, sondern man hat sich über eigentlich ein Trainingssystem entwickelt, wo man ohne viel dann noch
zu tun, diese komplexen Dinge rausbekommt. Also man sagt, okay, wir nehmen sehr, sehr viele Parameter. Also ich glaube, GPT 3 und 3.5, da ging es um 175 Milliarden im deutschen Parameter, also riesige Modelle mit sehr, sehr viel Daten, wo man dann die Texte als sich als Datengrundlage genommen hat und gesagt hat, okay, wir decken jetzt quasi jedes Mal Wort oder Wortteile ab und das Modell muss versuchen, das vorherzusagen. Und indem es das probiert hat, hat es sehr viel gelernt, weil es nicht so einfach ist, von verschiedenen Texten das nächste Wort vorherzusagen. Also es musste einfach intern ein Weltbild, ein gewisses Verständnis von Zusammenhängen entwickeln, um das machen zu können. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das Feintuning. Also man nimmt dann dieses vortrainierte Modell und sagt dann, okay, aber dieses Modell soll jetzt insbesondere dazu verwendet werden, zum Beispiel Kundenrezensionen zu evaluieren. Und ich habe gewisse Kundenrezensionen für mein Vasen-Startup. Das heißt, ich nutze dann nochmal gewisse Daten, die ich habe im Unternehmen und lasse das KI-Modell darauf trainieren. Dann wird es besonders gut in dieser Sache. Manchmal braucht man das nicht unbedingt, weil das gut genug kann. Aber manche Dinge, gerade wenn sie komplexer sind, zum Beispiel Matheaufgaben oder so, da macht es Sinn, diese Modelle nochmal fein zu trainieren auf dieser bestimmten Aufgabe. Also das, wie das Ganze gebaut wird. Und was man dafür braucht, ich habe es schon gesagt, sehr, sehr viel Rechenpower. Das ist ja auch das Thema der Konferenz, weil damit geht viel einher. Das kostet viel Strom, das verbraucht CO2. Genau, das heißt diese Rechenpower, um aktuell diese sehr leistungsfähigen Modelle zu bauen. Dann riesen Datenberge in dieser Vortrainierungsphase und Talent, was auch weiß, wie man das umsetzt. Also ich meine, der Transformer, also die Architektur dieser neuronalen Netze ist kein großes Geheimnis, aber es trotzdem umzusetzen mit diesen riesen Rechenzentren ist nicht ganz trivial. Also das sind die Sachen, die man braucht. Und daran erkennt man schon, das ist eine riesen Markteintrittsbarriere. Also man rechnet damit, dass das Trainieren von den aktuellen Modellen hunderte Millionen, eventuell jetzt das nächste Modell $1 Milliarde kostet. Und da merkt man schon, das kann jetzt nicht ein Unifachbereich oder ein Startup sich unbedingt leisten, auch nicht die Daten oder die Talente einzustellen. Und das sorgt dafür, dass das ganz anders ist, als was wir vor 10 Jahren hatten oder 5 oder auch 2 Jahren, wo Leute einfach ihre eigenen Machine Learning Modelle bauen konnten. Also das zum ersten Punkt. Jetzt natürlich könnte man sagen, naja, aber kann uns ja immer noch egal sein für den Markt. Also es ist schön, dass sie diese großen Modelle mit so viel Rechenleistung bauen. Wenn man da am Ende nicht viel mitmachen kann, außer vielleicht lustige Texte erstellen, dann ist das auch nicht etwas, wo man sich vielleicht Gedanken drüber machen sollte oder überlegen sollte, wie kann man da irgendwie dafür sorgen, dass da eine Marktkonzentration und Machtkonzentration nicht stattfindet. Und das ist immer noch eine Riesendebatte. Also wie viel Anwendung finden eigentlich diese Modelle? Ich persönlich bin ziemlich beeindruckt davon, was sie können und auch die Entwicklung von GPT 2 zu 3 und jetzt zu 4. Man sieht, der darunter liegende Mechanismus ist der gleiche, aber es wird immer nur noch größer, noch mehr Daten, noch mehr Parameter und auf einmal können diese KI-Modelle immer mehr. Also Brainstorming, Übersetzungen, das Strukturieren von Texten, das Kritisieren von Texten, das Ausformulieren von Dingen, Automatisierungsschritte, Schreiben von Code. Das ist schon sehr beeindruckend und das hat dann dafür gesorgt, dass viele Startups, die an so speziellen Problemen gearbeitet haben, wie beispielsweise Übersetzung oder juristische Texte, die haben halt über Nacht eigentlich ihre Geschäftsidee verloren, als je nachdem ChatGPT 3.5 oder 4 rausgekommen sind. Was es noch nicht so gut kann, ist das Auswerten von tabellarischen Daten. Also was man ja oft in Data Science macht, man hat Spalten und Reihen und möchte wirklich genau, was für eine Information ist in diesen Daten erhalten. Darin sind die aktuellen Sprachmodelle nicht sonderlich gut, dafür sind sie gar nicht trainiert. Aber wir sehen auch beispielsweise DeepMinds AlphaFold, es werden auch immer spezialisiertere Modelle trainiert, für Proteine beispielsweise, also wissenschaftliche Modelle. Gleichzeitig sehen wir auch, dass viele
in der Anwendung. Also Unternehmen beispielsweise, die sagen, ja, wir haben hier so kleine Schritte. Also da kommt ein Dokument und wir müssen aus dem Dokument ablesen, was hat denn der Zähler gesagt oder wo wohnt beispielsweise die Kundin. Und das sind so Schritte, die können diese Modelle aktuell schon leisten. Und da sieht man auch, wie zentral diese Modelle werden können in vielen kleinen Automatisierungsschritten für viele verschiedene Unternehmen auf der Welt. Und wenn das dann immer wieder die gleichen Unternehmen und Entwicklenden sind für diese Modelle, hat man da diese Machtzentralisierung. An der Stelle aber auch eine offene Frage oder eine Frage, die ich zurückgeben möchte ins Publikum. Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die sagen, diese KI-Modelle sind nur Hype. Es gibt immer noch Stimmen, die sagen, es gibt keinen einzigen Anwendungsfall für diese KI-Modelle. Wenn das der Fall ist, dann hat man auch keine Probleme mit der Marktzentralisierung. Aber umso wichtiger ist es, dass man sich das genau anguckt und dass man auch wartet auf die Zahlen, was verwenden Unternehmen. Was ich damit bekomme, ist, dass viele Unternehmen sagen, ja, also die über die API von OpenAI, die Modelle sind ungeschlagen durch kleine Modelle, ungeschlagen durch andere Unternehmen. Und dass man da genau hinschaut, was eigentlich wie sich diese Marktkonzentration auswirkt. Und ich merke schon, ich komme gleich an meine 10 Minuten, der dritte Punkt mit, wer baut das denn eigentlich aktuell? Also wir haben jetzt schon darüber geredet, das sind Akteure, die diese Ressourcen haben und das sind also vor allem bekannt die drei großen AI-Labs, wie man sagt, also KI-Unternehmen, OpenAI, Anthropic und DeepMind, Google DeepMind in den USA und dem Vereinigten Königreich, die da die KI-Modelle bauen, die zumindest, es gibt ja dann verschiedene Tests, die es gibt oder Benchmarks und Rankings, die da deutlich einen Vorsprung haben. Aber es gibt auch auf jeden Fall viel Initiative da aufzuholen oder Alternativen zu bauen. Das ist einmal die Open Source Community, also bei Hugging Face bauen viele Leute aufbauend auf Metas, also Facebooks Open Source Modell. Die nehmen das dann und können das dann nochmal feintunen, also genauer bauen, aber es gibt jetzt auch europäische Unternehmen wie Mistral oder Aleph Alpha, die genau das vorhaben, ähnlich starke Modelle zu bauen. Es gab heute jetzt, der Zukunftsrat des Bundeskanzlers hat heute veröffentlicht, auch zu der Situation, und sie sagen, dass Deutschland dann nicht mitspielen kann, sondern im Verfolgerfeld sich aufhält. Und genau, ich glaube, das ist auch nochmal eine große Debatte, wie sehr kann man aufholen, wer kann aufholen. Aber diese Aufholunternehmen, also Mistral und Aleph Alpha, auch die haben hunderte Millionen Euro an Funding jetzt erhalten. Also das sind keine kleinen Start-ups, sondern auch große Player. Und wenn man sich überlegt, die ganz großen Labs, Anthropic hat 4 Milliarden erhalten. Das sind alles Kollaborationen auch mit Amazon, Google, Microsoft. Da gibt es ja jetzt auch die Investigation zur Marktkonzentration und diesen Kollaborationen. Also sehr, sehr große, mächtige Player. Dazu vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, sowohl für die Frage, was können diese Modelle eigentlich, als auch wie gut sind die unterschiedlichen Modelle zueinander, hat man ein großes Problem, das sogenannte Training Data Contamination, also dass die Trainingsdaten kontaminiert sein könnten, nämlich genau mit den Fragen, mit denen man sie am Ende testet. Das weiß man nämlich nicht, es ist meistens intransparent, was genau in den Trainingsdaten drin war, aber wenn man am Ende messen möchte, wie gut ist so ein KI-Modell eigentlich, wie sehr kann es generalisieren, wie gut reagiert es auf Fragestellungen und Daten, die es noch nicht gesehen hat, kann man das nicht gut beantworten, wenn man nicht weiß, ob genau das reingefüttert wurde in die Trainingsdaten selbst. Also das ist mit sehr viel Unsicherheit noch verbunden. Das dazu. Dann, weil ich es gerade auch schon erwähnt hatte, mit die Feintunen dann das Modell oder Unternehmen benutzen die API, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Da sind jetzt diese großen, sehr leistungsstarken Modelle und dann gibt es tausende sogenannte Downstream-Developer, so AnwenderInnen, die das nutzen wollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. Also der eine Fall ist,
es gibt eine sogenannte API, also eine Schnittstelle, das kennt man auch von vielen anderen Bereichen, was nicht KI ist, wo man einfach lernt, okay, wie genau kann ich das quasi anzapfen, was für quasi grammatikalische Regeln gibt es da im Code, dass ich das anzapfen kann. Und das ist das, was zum Beispiel OpenAI macht. Also es gibt dann Leuten über die API Zugriff zu ihrem Modell und erlaubt mittlerweile auch, das war am Anfang nicht der Fall, erlaubt auch dieses Feintuning, von dem ich gesprochen habe. Also man kann dann so ein Modell von OpenAI nehmen und es dann fein trainieren auf die Daten, die man möchte. Und wenn man das aber mit so einer API macht, also mit so einer Art Protokollschnittstelle, dann hat das Unternehmen noch die Möglichkeit zu sehen, da arbeitet beispielsweise jemand an einer groß angelegten Manipulationskampagne für einen Wahlkampf und kann dann sagen, halt, stopp, da haben wir ein Monitoring-System, das lassen wir nicht zu. Umgekehrt auch, wenn das nur über API geht, kann das sein, dass man gar nicht zulässt, dass überhaupt gefeintuned werden kann. Also das sind so die Argumente auf dieser Seite. Ganz auf der anderen Seite steht das, was Facebook macht, dass man das gesamte Modell zur Verfügung stellt. Da muss man, die Open-Source-Debatte läuft ja gerade im anderen Saal, da muss man genau hinschauen, mit welchen Lizenzen und mit wie viel Transparenz findet das statt. Aber wenn man dieses Modell erstmal hat, wenn das erstmal einmal draußen ist, dann kann man es nicht wieder zurückholen, dann können alle EntwicklerInnen damit eigentlich machen, was sie wollen. Das ist auf der einen Seite, erlaubt das mehr Freiheit und auch, man weiß nicht, also bei der API kann es ja jederzeit sein, dass der Hahn wieder zugedreht würde. Aber wenn man das Modell hat, dann kann man das auf seinen eigenen Servern feintunen, solange man möchte, so viel man möchte. Man kann experimentieren, also es gibt viele Vorteile davon, wenn man diese Modelle zur Verfügung stellt. Und in beiden Fällen aber auch, große Debatte zur Transparenz. Also wenn ich über die API was zur Verfügung stelle und die Leute wissen aber eigentlich gar nicht, was ist da eigentlich alles reingebaut worden, was wurde da getestet, was kam da raus, auf welchen Daten. Genau das Gleiche gilt auch fürs Modell. Facebook gibt zwar sein Modell raus, aber auch da weiß man nicht genau, wie sie es auf den Daten trainiert haben und mit welchen Daten, was natürlich schwierig ist, wenn ich das dann für meine Anwendung benutzen möchte. Und das stellt auch wieder ein Machtungleichgewicht dar, was Informationen angeht, was jetzt der AI Act versucht zu lösen mit Regeln für Transparenz. Genau, und Lösungsideen, wie gesagt, ich glaube, etwas, was direkt sehr intuitiv ist, ist Open Source. In dem Moment, wo dieses Modell Open Source zur Verfügung steht, kippt dieses Machtungleichgewicht, also wie gesagt, bis auf noch viele weitere Dinge, wie irgendwie Lizenzen und Transparenz, aber zumindest haben alle die Möglichkeit, die dann genug Rechenleistung dafür haben und Talent dafür haben und das Wissen haben, das zu feintunen, also deutlich mehr. Und gleichzeitig braucht man dafür aber auch eine gute demokratische Debatte, weil das heißt halt auch in autoritären Ländern sind das dann die Regierungen, die das nutzen können, um Überwachungssysteme herzustellen, um das zu feintunen auf beispielsweise, haben die Frauen das Kopftuch an oder nicht? Und dann kann man das auch nicht mehr zurücknehmen, weil das Modell ist dann da draus und diese Art von Kontrolle geht verloren. Also das ist eine demokratische Debatte, die muss man, glaube ich, als Gesellschaft führen, wie man das abwägen möchte. Andere Lösungsideen sind zu sagen, okay, es gibt diese eher generelleren, großen Modelle, aber lasst uns doch lieber spezialisierte Modelle bauen für unsere Anwendungen im Medizinbereich, in der Industrie, in der Robotik. Da braucht man vielleicht gar nicht dieses große Modell, was man dann feintunet, sondern es reicht von Anfang an, ein kleines spezialisiertes Modell zu bauen, wo man auch die Daten hat, wo man andere Architekturen verwenden könnte. Dann über die Transparenz habe ich gerade schon gesprochen. Der letzte Punkt, die Rechenpower zur Verfügung stellen. Also das hat England, also Großbritannien, als eines der ersten Länder gemacht. Die haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 1,6 Milliarden Pfund teure Rechenleistung. Stellen sie zur Verfügung, genau mit dieser Idee. Das ist der Flaschenhals. Das ist, was es so schwer macht. Deswegen stellen wir das zur Verfügung. Von der Leyen hat jetzt auch für die EU genau das Gleiche gesagt, auch in dem Zukunftsrat des Bundeskanzlers wird genau davon gesprochen, man muss eben diese Rechenleistung zur Verfügung stellen. Da ist immer noch sehr viel ungeklärt, also wem genau wird das zur Verfügung gestellt, unter welchen Bedingungen, wie wird dann, wenn da mehrere Leute dran bauen wollen, wer entscheidet eigentlich die Reihenfolge? Also es ist noch, die Details sind noch offen, aber die Idee ist halt genau diese, wenn diese großen Modelle alle dadurch entstanden sind, dass man je mehr, desto leistungsfähiger und das mehr ist jedes Mal Geld wird in Rechenleistung gesteckt und die Rechenleistung wird dann in die Fähigkeiten der KI-Modelle gesteckt, dass man dort ansetzt und seiner eigenen Gesellschaft, seiner eigenen Wirtschaft diese Rechenleistung zur Verfügung stellt, weil diese Anfangsinvestition eine Markteintrittsbarriere darstellt. Wow. Vielen Dank.
Okay, also das war in 15 Minuten ein fantastischer Rundumschlag in einem Tempo ohne Notizen. Wow, also klasse. Du hast so viele Punkte angesprochen. Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Also du hast viel, ging es um diese ungleiche Ressourcenverteilung. Facebook ist jetzt doch noch nicht ganz so altruistisch, wie man vielleicht denken könnte. Und ich glaube, Open Source ist auch nochmal ein spannendes Thema. Draußen liegt ja eine ganz fantastische Ausgabe von Missing Links vom ZVKI zum Thema Foundation Models und Nachhaltigkeit. Und da war so eine Zahl, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, von den 24 generativen Basismodellen, die jetzt eben wirklich bekannt sind. Es sind 22 von den 5 großen Unternehmen und 2 sind in Abhängigkeit, sind nicht in Abhängigkeit mit den großen Unternehmen entstanden, sondern mit Universitäten. Und was ich jetzt auch in der Vorbereitung viel gelesen habe, weiß nicht, ob das jetzt so das neue Schlagwort wird, die Plattformisierung des KI-Markts. Was hältst du davon? Greift das ein bisschen kurz oder ist das eigentlich genau das, was gerade passiert? Also ja und nein. Also ich sehe, welche Aspekte diesen Plattformcharakter haben. Also gerade jetzt, was OpenAI beispielsweise macht, zu sagen, wir haben hier dieses tatsächlich fähigste KI-Modell und da können jetzt andere EntwicklerInnen drauf aufbauen, Tools entwickeln, die dann wiederum auf unserer ChatGPT-Seite für andere nutzbar sind, was schon Plattformcharakter hat. Auf der anderen Seite, diese Modelle selbst sind ja noch erstmal keine Plattform, würde ich sagen, sondern das sind tatsächlich sehr mächtige Werkzeuge, aber es kommt dann darauf an, also ich kann mir auch vorstellen, ein Geschäftsmodell, wo man halt völlig ohne Plattform mitarbeitet, also das muss man differenzieren und überall da, wo es Plattformcharakter hat, macht es Sinn, dass die Plattformexpertinnen sich das genauer anschauen und überall da, wo es wirklich erstmal nur um das Modell geht, die KI-Leute. Mhm. Und kann man, wenn man es jetzt so mal richtig plakativ runterbricht, also eigentlich ein richtig cooles, innovatives Foundation Model kannst du eigentlich gar nicht mehr ohne Big Tech entwickeln? Also man kann schlecht in die Zukunft schauen, aber aktuell sieht, also nicht ohne Big Tech, aber aktuell sieht es so aus, nicht ohne extrem viel Ressourcen, die in Rechenleistung fließen. Und also da vielleicht, um das zu illustrieren, dass es immer gut ankommt, also die britische Regierung hat im Vorfeld ihres AI Safety Summits Dokumente veröffentlicht, wo sie das gut darstellen. Die vergleichen GPT 2, 3 und 4 mit der Frage auf Englisch da, sowas wie, ich habe vor mir Nägel, Eier, ein Buch, ein Laptop, ich will die aufeinander stapeln, wie kann ich das machen? Und GPT-2 versteht die Frage gar nicht. Es fängt an, irgendwie irgendwas zu schwafeln, was nichts mit der Frage zu tun hat. GPT-3 scheint so ein bisschen, also ich sage jetzt hier verstehen, aber es ist ja immer sehr umstritten, ich mache das bewusst. GPT-3 versteht die Frage und sagt dann aber irgendwie sowas wie, ich soll die Eier auf den Nagel und sowas packen. Also klar, das ist noch kein Verständnis dafür, wie physikalisch was versteht. GPT-4 sagt, erst den Laptop auf eine glatte, stabile Fläche legen, dann das Buch, dann die Eier in einem 3x3 Quadrat anordnen und dann geht das so weiter. Also deutlicher Sprung in dem, was ein Sprachmodell machen kann. Und der einzige Unterschied zwischen GPT 2, 3 und 4 sind keine tollen weiteren Ideen, sondern es ist einfach nur noch mehr Scale. Also mehr Parameter, mehr Daten erzeugt durch mehr Rechenleistung. Und wenn man sich diesen Trend anschaut, ist jetzt die große Frage, geht das jetzt weiter? Oder haben wir jetzt ein Plateau erreicht? Das gibt es einige Leute, die sind sich ganz sicher. Jetzt ist das Plateau erreicht. Waren sich Leute auch schon übrigens ganz sicher bei 3 und bei 2? Der Hype ist vorbei. Der Hype ist vorbei, sind sich ganz sicher. Ich finde es nicht so klar. Also wenn ich darauf schaue und wenn ich mir auch anschaue, wohin gerade massivst viele Gelder fließen und was jetzt auch gerade passiert, dass die Modelle ja multimodal trainiert werden. Also jetzt könnte man sagen, in Text steckt doch jetzt nicht mehr so viel drin. Jetzt geht es aber halt gerade los, dass auch beispielsweise Bilder mit reinkommen. Also GPT-4 ist ja schon multimodal, aber das wird ein nächster Schritt. Reinforcement Learning kann noch hinzugefügt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das weitergeht. Und das, genau, also es kann natürlich immer noch sein, dass clevere Durchbrüche kommen, die dann dafür sorgen, dass man mit viel weniger Compute und Daten das Ganze schafft. Aber wie es halt bei Durchbrüchen ist, das kann morgen passieren, das kann aber auch in 10 oder in 100 Jahren passieren. Das lässt sich schwer voraussagen. Ja, okay, danke. Sehr eindrücklich. Ich blicke schon mal in die Runde hier für Fragen. Ah, ja, wir kennen uns schon. Ja.
Ja, man will immer derjenige sein, den das Podium kennt, oje. Nein, gar nicht. Also. Vielen Dank auf jeden Fall für den Input, das war ganz toll. Ich hätte zwei kleine Fragen, und zwar die eine anschließend an Meta. Llama, das Modell, auf dem jetzt ganz viele Modelle eben basieren, ist so eine Art Open Source, aber es ist kein echtes Open Source. Und ich frage mich dann, was bedeutet das für Marktmacht, wenn diese Lizenz ja in Wirklichkeit eigentlich vielleicht fast ein bisschen Kuckucksei-mäßig ist? Und die andere Frage, die ich habe, ist die Plattform weniger im Sinne der Modelle, sondern eher im Sinne der Rechenleistung. Wir sehen ja, dass diese Modelle dann, selbst wenn sie jetzt nicht von OpenAI über eine API angerufen wird, am Ende doch wieder in einem Rechenzentren von AWS, von Azure oder also Microsoft, Google, Amazon läuft, was ja auch wieder eine Form von Markt, ja, die Sache da ist. Danke. Danke. Ja, danke, super gute Fragen. Vielleicht direkt der letzte Punkt. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, weil ich mich immer sehr, also ich habe selber einen KI-Hintergrund. Ich bin immer sehr fasziniert davon, was diese Modelle eigentlich können. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist, und das ist ja natürlich auch sehr wichtig, wenn es um Ressourcenverbrauch geht. Klar, es braucht sehr, sehr viel Ressourcen, um diese Modelle einmal zu trainieren. Aber auch dieses Anfragen, also jedes Mal, wenn ich eine Anfrage an ChatGPT sende, dann wird da dieses riesen 175 Milliarden Parameter schwere Modell in Gang gesetzt, um mir diese kleine Frage zu beantworten. Und das braucht auch sehr viel Rechenleistung, um das überhaupt instand halten zu können und so viel Kundinnen diese Möglichkeit zu geben. Und das auf jeden Fall ist auch nochmal eine Markteintrittsbarriere. Also es kann sich kein kleines Startup leisten, so ein Riesenmodell für ganz, ganz viele Leute kontinuierlich zu providen, also zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann mit den Open-Source-Modellen, genau, also ich bin keine Fachexpertin, wenn es um diese Lizenzen geht, aber ich habe das auch so gelesen, dass tatsächlich das mit so einer nicht ganz Open-Source-Lizenz kommt, was dann wieder sehr schwierig macht. Oftmals darf man es dann nicht für weitere kommerzielle Zwecke verwenden und solche Sachen. Deswegen ja, sollte man genau hinschauen. Was da vielleicht noch ganz spannend ist, diese Llama-Modelle, genau, also grundsätzlich, was eine Sache, die vielleicht so in Richtung kleine Modelle könnten auch gebaut werden, was Leute oft machen, ist, sie nehmen die großen Modelle und nutzen die großen Modelle zum Trainieren der kleinen Modelle. Also weil es ja nicht so einfach ist, so viel Daten zu erzeugen, die erzeugen sich die Daten mit den großen Modellen und haben dann ein kleineres Modell, was auch vielleicht leistungsfähig genug ist für den Anwendungsfall, den man gerade möchte. Mhm. Danke dafür. Also zeigt, es lohnt sich, sich auch mehrfach zu melden. Wir haben hier drei Meldungen. In dieser Ecke. Dann fangen wir einmal hier an und fassen die zusammen und dann nächste Fragerunde. Vielen Dank, Pega, für den super Vortrag gerade. Mein Name ist Barbara Fischer von der Deutschen Nationalbibliothek. Wir fragen uns an der Nationalbibliothek, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, KIs zu überlegen, gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, mit einem Kanon von Inhalten, die man anbietet. Also weil die ChatGPT basiert ja auf Wahrscheinlichkeiten und je mehr Texte ich da reinpacke, desto zufälliger wird letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch das Richtige trifft. Also es wäre mindestens so meine Vorstellung davon. Also je mehr Wahrheiten da drin enthalten sind, desto und so weiter. Und deswegen so die Überlegung, ob es nicht sinnvoller wäre, praktisch so eine Art, ich sage das jetzt mal ganz platt ausgesprochen, so eine Art KI-Rezept zu haben und aber die Menge der Daten zu limitieren, indem man halt kanonisierte Daten halt verwendet. Ja, das ist ganz spannend. Also vielleicht dazu erst einmal, ich persönlich würde widersprechen bei dem Punkt, je mehr man reinfüttert, auch je mehr dieses Garbage in, Garbage out, also man Müll rein, Müll raus, dem würde ich widersprechen. Also ich finde es sehr faszinierend, weil ich glaube nicht, dass die sich sorgfältig angeschaut haben, was da reinkommt. Wenn ich mir aber anschaue, was GPT-4, wozu es in der Lage ist und wie in meiner Erfahrung, wie selten es tatsächlich, wenn man nicht gerade irgendwie es zu was drängt, was es halt nicht anders kann, wie selten es was Falsches aussagt, würde ich eher denken, je mehr Daten da reingehen, umso leistungsfähiger scheint es zu sein. Es gab aber tausende WissenschaftlerInnen, die genau dieser Meinung waren, nämlich die Leute von Bloom und Hugging Face. Das waren Kollaborationsnetzwerk Frankreich, Deutschland. Die haben genau das gemacht. Die haben sich gesagt,
wenn da diese schlechte Daten reingehen, dann ist doch auch das Ergebnis schlechter. Und die haben sich dann, glaube ich, teilweise mit Hand haben sie durchgegangen und wollten wirklich nur gute Daten und auch nicht gebeiste Daten und solche Sachen, keine sexistischen Daten reinfüttern. Und das Modell wurde von den OpenAI-Modellen gnadenlos überholt in eigentlich allen Dingen. Also ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht auch Sinn macht, sich genauer das anzuschauen, aber ich würde denken, dieses Paradigma ist gebrochen, so wie ich das wahrnehme. Ja. Dann fassen wir diese beiden Fragen nochmal zusammen und schließen die Runde. Ach, dahin ist auch noch eine Frage. Entschuldigung, habe ich übersehen. Drei insgesamt. Ach, drei insgesamt. Ja. Dann fangen wir mit den beiden an, aber bitte kurz fassen. Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte auch noch mal auf den Punkt Input sozusagen oder Trainingsdaten zurückkommen und noch mal unter dem Urheberrechtsaspekt. Wir reden doch die ganze Zeit hier im Grunde über ein geklautes Auto. In diesem Modell stecken mindestens 200.000, die hat man rausgefunden, aber noch viel, viel, viel mehr Bücher. Und Bücher sind auch keine Daten, das ist die Lebensleistung von Menschen. Diese Bücher wurden nicht lizenziert, nicht honoriert und selbst wenn sie das würden, ist das Ziel dieser Modelle, Konkurrenzprodukte zu erstellen. In die Richtung gehen auch alle Klagen, die derzeit in den USA laufen. Man kann mit einem geklauten Auto super durch die Straßen fahren, man kann auch weiterfahren, man kann es auch noch aufhübschen. Ja? Das kann man alles machen, aber es gibt ein Grundproblem und über das, finde ich, wird zu wenig gesprochen und auch, weil Sie den Punkt Kosten angesprochen haben, dieser Kostenpunkt, was bedeutet das denn, zu lizenzieren und ethisch vertretbare KI-Modelle zu bauen? Weil das ist das Nonplusultra. Also man muss diese Kosten kalkulieren. Und was würde das bedeuten und wie würde das den Markt verändern? Danke. Dann. Oh, super. Szenenapplaus. Dann haben wir hier noch. Okay, ja, wunderbar. Dann hier vorne noch. Genau. Ist auch gut sichtbar hier mit dem Glitzertop. Mein Name ist Alessia Lukman und Sie haben gesagt, es gab in Ihrer Rede einen Satz, kleine Startups können nichts demnächst machen, weil Rechenweise ist begrenzt. Meine Frage. Im Kopf, wir können uns eine Welt uns vorstellen, ja, wo Quantum Computing und KI haben miteinander geschmolzen, plus Solar Fusion, Solar Fusion eigentlich liefert eine begrenzte Menge von Energie und diese Energie ist nicht radioaktiv. Wie wäre es danach, wie wird dann diese Welt ungefähr in 20, 30 Jahren sein, wenn KI mit Quantum Computing werden sich schmelzen? Und es wird unbegrenzte Zahlen Energie sein. Ich will einfach Ihre Vorstellungskraft eigentlich hören. Wie wäre es denn? Weil Sie wissen wesentlich mehr als ich. Vielen Dank. Okay, ja, danke für die beiden Fragen. Super spannende und wichtige Punkte. Vielleicht zu der ersten Frage. Ich bin auch keine Urheberrechtsexpertin. Das ist das Ding mit KI. Das ist halt so ein Querschnittsthema. Es gibt, wie gesagt, haben Sie ja gerade gesagt, es gibt die Klagen. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, aber ich kann da auch nicht mehr zu sagen, wie es sich auswirken würde auf die Machtkonzentration. Also ich glaube, wenn man sagt, okay, man muss die jeweiligen Autorinnen und Autoren etc. Kompensieren, würde das sehr viel kosten. Ich würde denken daher, es würde die Machtkonzentration verstärken. Es sind halt schwierige Abwägungen. Es sind auch schwierige Abwägungen zwischen Privatsphäre und Umweltschutz, wenn man auf einmal neu trainieren muss, weil da aus Versehen Sachen reingerutscht sind und so. Also das würde ich denken. Das heißt aber nicht, dass man deswegen sagt, deswegen darf man da keine Rücksicht nehmen, sondern ich glaube, das muss dann gesellschaftlich ausgehandelt werden und jetzt unter anderem mit diesen Klagen, wo ich sehr gespannt bin, was rauskommt. Dann zu dem, ich nehme die Frage mal so, wie könnte die Welt irgendwie in 10, 20 Jahren aussehen? Vielleicht erster Punkt zu Quantencomputing. Ich versuche das auch die ganze Zeit zu verstehen. Ich bin keine Expertin in Quantencomputing. Ich versuche mir das immer erklären zu lassen. Mir hat bislang niemand geschafft zu erklären, wieso das, was sie mit Quantencomputing schaffen, unbedingt hilft mit dem, wie diese aktuellen KI-Modelle gebaut werden. Also ich bin ja keine Expertin, aber ich habe da jetzt noch keine Argumente gehört. Mit der Energie, ja, das wäre natürlich super, wenn man grundsätzlich irgendwie eine Energiequelle hätte, die nachhaltig ist. Aber vielleicht insgesamt dieses so, ja, wo kann das eigentlich hingehen? Also wenn ich mir denke,
Leute sagen ja, wir Menschen können nichts erschaffen, was irgendwie fähiger ist als wir selbst oder wenn dann intelligenter ist als wir selbst oder wir nicht wissen, was Intelligenz ist und so weiter. Das war ja bei der Evolution auch nicht anders. Also da, wenn man jetzt nicht daran glaubt, dass da jetzt von oben jemand Intelligenteres uns erschaffen hat, dann waren das am Ende Evolutionsoptimierungsalgorithmen, also einfach nur DNA-Stränge. Einige haben sich durchgesetzt in die nächste Generation und da ist teilweise ein Meerschweinchen rausgekommen, aber teilweise auch Menschen. Von daher gucken wir mal, wohin es geht. Aber einige Leute sind sich da ja sehr einig. Es wird niemals irgendwie fähiger sein als Menschen, wenn es um Planung und Durchführung geht. Ich sehe das nicht so. Es könnte passieren. Es könnte sogar vielleicht bald passieren. Ja. Danke. Und dann haben wir hier noch die letzte Frage. Vielen Dank. Markus Kammert, mein Name. Ich war in der letzten Berliner Landesregierung als Staatssekretär für den Verbraucherschutz zuständig und frage mich dann bei den Marktüberlegungen, die ich total spannend finde, aber was ich noch nicht verstanden habe, dass jetzt quasi große Investitionsbedarfe zu Markteintrittsbarrieren führen, ist ja etwas, was in der Marktwirtschaft normal ist. Was wir bei den Social-Media-Konzernen gesehen haben, war ja das Problem, dass es sozusagen sich selbst verstärkende Netzwerkeffekte gab, die die Markteintrittsbarriere irgendwann zum Monopol geschoben haben. Ich habe mir noch keine Meinung gebildet, wie das bei der KI ist und ich würde mich total über eine Einschätzung freuen. Ist das so wie bei sozialen Netzwerken, dass man sozusagen so eine Monopolstruktur hat oder ist das einfach etwas, wofür man viel Cash, viel Rechenleistung braucht? Sprich, es können auch irgendwann mal anders mit Innovationen andere wieder einsteigen. Danke. Und wenn du da vielleicht auch noch den Spin zur Regulierung, die haben wir nämlich jetzt noch gar nicht. Ganz für dich kein Problem. Also es ist einfach so eine gute, wichtige Frage. Ich würde die ganz gerne einmal so losgelöst von Regulierung beantworten wollen, weil das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, der total wichtig ist. Also es gibt einmal dieses Markteintrittsbarrieren, wie viel Breite der Anwendung, aber auch dieses so, gibt es diese Login-Effekte oder Netzwerkeffekte? Und ich glaube, die gibt es nicht so stark wie bei Social Media. Bei Social Media, wenn erstmal alle auf meiner App sind und jetzt baue ich nochmal die gleiche App, dann wechseln die Leute nicht. Bei KI-Modellen, wenn es ein Modell gibt, was da jetzt besser ist, am Ende, man benutzt ja Sprache, um diese Sachen zu benutzen. Die APIs sind jetzt, klar, es ist ein bisschen eine Hürde, aber ich glaube, es ist nicht so stark wie bei sozialen Netzwerken. Gleichzeitig, es ist nicht bei Null. Also wenn ich mir überlege, man hat dann erstmal verstanden, wie so ein gewisses KI-Modell gefeintuned wurde, welche Daten, man lernt damit umzugehen, so wie man es ja auch lernt, gerade mit ChatGPT umzugehen, dann wechselt man vielleicht nicht einfach so, wenn das erstmal das Gleiche ist. Aber ja, bei weitem würde ich auch sagen, nicht so dramatisch wie bei sozialen Netzwerken. Ja. Ja, das sind einfach so gute Punkte, ich muss da nochmal drauf eingehen. Solange hier alle noch mitmachen, ich finde es super. Die Frage war gerade, die KI lernt ja doch dann aber weiter. Genau, also das ist zum Beispiel auch so einer dieser Effekte, wenn die KI nimmt Daten, um daraus zu lernen. Das heißt, wenn ich erstmal durch meine KI, die beste in der Welt ist, dafür sorge, dass ganz viele Leute dadurch Daten generieren und auch zum Beispiel Talente in mein Unternehmen kommen, Investitionen in mein Unternehmen folgen, dann kann sich das natürlich so verfestigen. Aktuell ist es ja so, bei ChatGPT, es ist noch nicht so, dass diese Modelle, das nennt man Online-Learning, also die lernen nicht kontinuierlich weiter, sondern die werden schon immer wieder so, jetzt wird nochmal trainiert, dann wird irgendwie nochmal in 6 Monaten trainiert, aber es könnte eine Welt natürlich geben, das wird dann auch für die Regulierung kompliziert, wo die KI-Modelle kontinuierlich in jeder Interaktion ihre Parameter updaten. Ich glaube, Regulierung wird auch noch im Abschlusspanel ein großes Thema sein. Aber du hast doch einen Punkt. Ja, denn es ist nämlich ein aktueller Anlass, ne? Weil eben jetzt gerade du ja auch diesen offenen Brief initiiert hast. Und ich dachte, das könnte vielleicht noch ganz spannend sein, wenn du da kurz einmal den Kontext gibst und warum vielleicht auch der AI-Act ganz gut auf eben genau dieses Thema Marktkonzentration reagieren könnte. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was alles die Zusammenhänge zwischen der Regulierung und dieser Marktkonzentration. Aber was vielleicht in der Diskussion auch klar geworden ist, wir haben aktuell einen Abstand zu diesen Unternehmen und auch alle Faktoren von Talent, Investitionen, Wissen, Compute, da haben sie auch einen Vorsprung. Das heißt, natürlich sollten wir alles daran setzen, aufzuholen, unsere eigenen souveränen KI-Modelle zu haben. Aber zum Beispiel auch für den Fall, wo uns das entweder nicht gelingt oder es einfach noch viele Jahre dauern wird, sollten wir die Chance nutzen, über unsere Marktmacht, 500 Millionen EuropäerInnen in der Europäischen Union,
über diese Marktmacht, über Regulierung einen demokratischen Einfluss darüber zu haben, was eigentlich mit diesen Basismodellen eigentlich passiert. Und genau das macht der AI Act. Und deswegen, ich bin sehr froh zu sehen, dass vom KI-Bundesverband über sehr, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, akademische ExpertInnen, Thinktanks, da eine breite Allianz von Leuten ist, die sagen, es ist wichtig, dass die Bundesregierung hier jetzt mit Ja stimmt. Super. Pega, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Danke für die Fragen auch. Leider habe ich schlechte Nachrichten. Und zwar wird Pega leider nicht, ich glaube, du hast hier einen Fanclub gewonnen, leider nicht bei den Pitches mit dabei sein. Wir lassen uns dafür noch einen Moment Zeit, weil wir jetzt nur noch 4 Pitches haben. Das heißt, wir haben jetzt noch mal so etwa 10 Minuten Zeit, um uns einen Kaffee zu holen, vielleicht noch mal ein Glas Wasser. Und dann treffen wir uns hier gerne auch wieder so um 35 und freuen uns dann auf die Pitches und unser Abschlusspanel. Danke nochmal an dich.
Liebe Gäste, wir kommen zum langsam so zum letzten Teil von der Fachkonferenz, aber es wird jetzt nochmal richtig, richtig spannend, denn es kommen einige Pitches auf uns zu. Und in diesen Pitches, es gibt 4 Pitches aus den Inputs und den interaktiven Foren. Und das Ziel dieser Pitches ist, dass Sie alle, ihr alle, 2 Pitchende auf die Hot Seats wählen dürft, um diesem Thema noch mehr Raum zu geben und diesem Thema vor allem in der Abschlussdiskussion noch mal mehr Raum zu schenken. Und das Ganze läuft eben über diese QR-Codes. Wir haben hier einen QR-Code auf der Bühne, auf der Leinwand. Wir haben nochmal dort einen QR-Code. Wir haben die QR-Codes auch in den Programmflyern, die im Übrigen hier auch nochmal verteilt werden könnten, falls je Mensch nochmal ein Programm haben möchte, ist das möglich. Aber die Abstimmung findet immer nach dem Pitch statt. So, genau, diesen QR-Code kann man mit dem Smartphone abfotografieren und findet das dann, wenn es dazu nochmal Fragen gibt, technische, können wir auch behilflich sein. Aber in jedem Fall starten wir jetzt direkt mit der ersten pitchenden Person, nämlich mit Professor Dr. Lynn Karg. Sobald Sie auf die Bühne kommen, startet hier die Uhr, 5 Minuten ist Zeit und viel Glück. Habe ich auch noch die Ehre, die Erste zu sein. Wir haben schon alle überlegt, wie wir das Pitch-Format machen. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, ein paar weitere Denkanstöße zu teilen. In meiner Session oder unserer Session ging es darum, um die CO2-Emissionen von Basismodellen. Wir unterscheiden dazwischen direkten Emissionen. Da geht es um den Stromverbrauch beim Trainieren und beim Benutzen dieser Modelle und auch um die Emissionen durch die Hardware. Und indirekten Emissionen, da geht es darum, wie wir diese Modelle dann anwenden. Also was machen die mit den verschiedenen Sektoren, reduzieren die Emissionen oder steigern sie die Emissionen? Und in Bezug auf die indirekten Emissionen ist eine große Fragestellung, wie kommen wir an bessere Daten ran, um die eigentlich wirklich bemessen zu können? Und die Frage ist, hier brauchen wir mehr Transparenz auch von der Regierung, zum Beispiel auch in dem AI Act. Das ist ein Hebel, wo man diese Transparenz einfordern kann und konnte. Und da ist, glaube ich, ganz spannend, das nochmal zu diskutieren, was da jetzt auch wirklich drinsteht. Die große Frage ist auch, haben wir eigentlich ein Problem? Und bis vor kurzem hätte ich gesagt, die direkten Emissionen vom maschinellen Lernen sind zwar relativ groß in einzelnen Fällen, aber insgesamt werden so große Modelle auch gar nicht so häufig angewandt und auch gar nicht häufig trainiert. Deswegen hätte ich das jetzt als nicht nur ein großes Problem für den Klimaschutz dargestellt. Mit den Basismodellen und dem Zugang auch zu ChatGPT zum Beispiel hat sich das ein bisschen geändert und da habe ich das erste Mal Sorgen gehabt, dass es wirklich ein großes Problem ist, was wir hier haben. Leider haben wir keine guten Daten, zum Beispiel über ChatGPT, deswegen können wir nicht gut bemessen, wie viel Strom eigentlich regelmäßig da verbraucht wird, um dieses Modell am Laufen zu halten. Also die Frage hier, die ich diskutieren möchte, ist zur Transparenz und wie wir bessere Daten bekommen, insbesondere darüber, wer Machine Learning Modelle benutzt, welche Modelle sind es und wie viel werden eigentlich auch diese Basismodelle oder Large Language Models benutzt. Dann in Bezug auf den Anwendungsbereich bin ich eigentlich überzeugt, dass das maschinelle Lernen schon ein großes Potenzial hat, uns beim Klimaschutz weiterzubringen. Das sind aber vor allem bisher kleinere Modelle, die ganz spezifisch auf eine Aufgabe trainiert werden, also zum Beispiel in der Fernerkennung Fahrzeuge erkennen können und die werden ganz genau darauf trainiert. Jetzt kommen wir in dieses neue Regime mit den Basismodellen, wo es darum geht, ganz, ganz große Modelle zu haben, die ganz viele Tasks gleichzeitig können. Das hat in der Spracherkennung eine ganz, ganz große Rolle und zunehmend auch in der Bilderkennung. Aber wir sehen noch nicht so viele Anwendungen, die jetzt im Klimaschutz angewandt werden. Und da sind eigentlich die großen Fragen, werden die im Klimaschutz eingesetzt werden? Wie groß ist das Potenzial?
Oder werden sie vielleicht doch eher eingesetzt, um vielleicht auch Ziele zu verfolgen, die nicht mit dem Klimaschutz unbedingt im Einklang sind? Also zum Beispiel Werbung im Internet zu verbessern und dadurch vielleicht auch das Konsumverhalten anzuregen. Das könnte sich dann negativ auf die Emissionen auswirken. Also das mit allen zu diskutieren und was man da eventuell tun müsste oder könnte und welche Informationen wir auch brauchen, um da zu regulieren, wäre eine spannende Frage. Genau, und dann wollte ich abschließend nochmal sagen, dass wir viel bei, also wir haben über den Lebenszyklus ja auch in vielen der Sessions gesprochen, dass man Life Cycle Analysis macht, also man bemisst die Emissionen von Modellen, sowohl was es halt braucht in der Herstellung, auch in der Benutzung vom Strom, aber eben auch wie es angewandt wird, viel im Nachhaltigkeitsprojekten. Aber wo wir eigentlich hinkommen müssen, ist, dass wir das für alle Arten der Anwendung tun. Insbesondere wird KI und gerade Basismodelle werden meistens nicht im Nachhaltigkeitsbereich angewandt. Das heißt, die großen Emissionsfaktoren passieren in Projekten, die wir vielleicht nicht direkt unter Klimaschutz oder Nachhaltigkeit verbuchen. Das heißt, immer diese Frage, ja, wir wenden es für Nachhaltigkeitsziele an, gleichzeitig gibt es aber dieses Problem mit den Emissionen, ist so ein bisschen zu klein gefasst. Also wir müssen, glaube ich, weiter schauen und eben drauf schauen, wo wird KI am meisten angewandt und wie verhält es sich mit den Emissionen da. Das waren so die Punkte, die ich teilen wollte. Und ich habe 13 Sekunden, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Dann gehe ich weiter. Professor Dr. Lynn Karg, vielen, vielen Dank dafür. Die zweite Pitchende ist Dr. Anne Mölln. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich halte mich auch an die 5 Minuten und wollte einmal kurz vorstellen, was wir in unserer interaktiven Session besprochen haben. Ich habe mit Friederike Rode, die Sie ja schon aus dem Streik oder die ihr schon aus dem Streikgespräch kanntet, die Arbeit aus unserem Projekt Sustain vorgestellt, der Nachhaltigkeitsindex für künstliche Intelligenz. Wir haben in dem Projekt, das vom BMUV gefördert war, Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz entwickelt. Und ich glaube, das Entscheidende, worauf ich heute hinaus will, ist, dass wir ein breites Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde gelegt haben. Und deswegen wäre mein erstes Argument jetzt für diesen Pitch, dass wir eben über Nachhaltigkeit als mehr als Energieeffizienz oder Energieverbrauch nachdenken sollten. Das haben wir in unserem Workshop behandelt. Damit gehen 3 Herausforderungen einher, die wir thematisiert haben. Die eine Herausforderung ist, dass wir diese Nachhaltigkeitskriterien entwickelt haben, 13 Kriterien mit weiteren Indikatoren, also insgesamt 40, 50 Nachhaltigkeitsindikatoren, die auch oft in Zielkonflikten miteinander stehen. Es gibt Synergien zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien, aber es gibt eben auch viele Zielkonflikte. Wie gehen wir jetzt damit weiter um? Eine horizontale Regulierung wie die KI-Verordnung kann damit nur begrenzt umgehen, was uns zur zweiten Herausforderung gebracht hat, nämlich die Grenzen dieser horizontalen Regulierung. Wir brauchen die KI-Verordnung, sie schafft Transparenz beispielsweise zu den Umweltauswirkungen, obwohl das auch wahrscheinlich relativ eng auf Energieverbrauch ausgelegt ist, aber es ist noch kein Ansatz, um KI tatsächlich nachhaltiger zu gestalten. Das bringt uns zur dritten Herausforderung, die wir diskutiert haben. Wie können wir mehr Autonomie und weniger Abhängigkeit von großen Anbietern eigentlich herstellen? Stichwort, unter dem wir das diskutiert haben, war die digitale Selbstbestimmung. Weil wir sind in großen Teilen eben doch abhängig von den großen Anbietern. Und wenn wir also unter dem Stichwort digitale Selbstbestimmung, Digitalisierung oder auch KI nach unseren eigenen Wertvorstellungen tatsächlich einsetzen wollen, welche Möglichkeiten haben wir dann eigentlich in dieser Abhängigkeit? Und wir haben gerade einen ganz tollen Vortrag von Pegah Maham dazu gehört. Wie können wir also auch dieser Marktmacht was entgegensetzen? Die Gruppen haben ganz tolle Ideen generiert. Das war ganz toll. Wir hatten das dann in 3 Gruppen aufgeteilt und interaktiv erarbeitet. Eine Möglichkeit ist natürlich, eine situative, fallbezogene Perspektive auf die Nachhaltigkeit von KI zu entwickeln. Also die KI-Verordnung setzt quasi die Grenzen, bevor ein KI-Produkt auf den Markt kommt. Aber was dann in der Anwendung passiert, da
kann uns die KI-Verordnung wahrscheinlich gar nicht so sehr weiterhelfen. Das heißt, wie diese fallbezogenen Aushandlungsprozesse in der KI-Entwicklung oder auch im KI-Einsatz, wie können wir da Nachhaltigkeit implementieren und uns diese ganzen Mikroentscheidungen, die relevant sind für die Nachhaltigkeit von KI, wie können wir da das forcieren vielleicht auch? Möglichkeiten dafür sind natürlich, und das war Resultat der Gruppenarbeit, Bewusstsein und Sensibilisierung schaffen, Normen und Standards setzen, die eben dann Unternehmen zu Selbstverpflichtungen vielleicht in dem Bereich antreiben. Wir haben dann in dem Zuge natürlich auch diskutiert, dass gerade auch diese Standardisierungsgremien oftmals, naja, sagen wir mal, schwierig besetzt sind mit wenig zivilgesellschaftlichen Akteuren und so weiter, also auch eine Baustelle durchaus. Auch die Frage nach der Verteilung von Geldern, also wo wird Effizienz, wo wird Gewinn gesehen beim Einsatz von KI und ist es dann wirklich da, wo wir vielleicht eine Gemeinwohlorientierung sehen oder ist es da eher, wo wir einen Profit sehen? Also auch hier die Frage, müssen wir vielleicht das ganze Narrativ, und das ist auch etwas, was im Streitgespräch schon vorhin kam, müssen wir vielleicht das ganze Narrativ auch nochmal umdrehen und es nicht nur aus einer Effizienz- und Gewinnmaximierung, Wertschöpfungsperspektive sehen, sondern tatsächlich aus einer Gemeinwohlorientierung und wie können wir das vielleicht schaffen? Das adressiert aber auch Fragen nach Vergabeprozessen, also wo wird tatsächlich Geld investiert, sei es jetzt öffentliche Gelder oder sei es vielleicht auch privatwirtschaftliche Gelder. Auch hier spricht es eigentlich für einen Narrativwandel, den wir angehen müssen, wenn wir sozusagen Nachhaltigkeit aus diesem breiten Verständnis adressieren wollen. Und das impliziert natürlich auch die Frage, mit welcher Art von KI wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Eine, die sozusagen Effizienz steigert und Profit steigert oder eine, die vielleicht eher gemeinwohlorientiert ist, was auch immer das dann heißen mag, wie gesagt, Aushandlungsprozess. Okay, 19 Sekunden, da höre ich auf. Vielen, vielen Dank, Dr. Anna Müller, Möllen. Und jetzt freue ich mich, Jana Müller-Brehm auf die Bühne zu bitten für ihren 5-minütigen Pitch. Ja, vielen Dank. Und hi, genau, ich darf was zum interaktiven Forum zu KI-vermittelter Diskriminierung sagen, das ich mit meinem Kollegen Merlin Münch zusammen durchgeführt habe. Und ich fange ganz grundsätzlich an, zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis im Zusammenhang mit KI gehören soziale und kulturelle Faktoren einfach dazu. Das haben wir heute schon öfter gehört und ich will es nochmal betonen und deshalb müssen wir uns dann eben auch mit KI-vermittelter Diskriminierung auseinandersetzen, denn jetzt kommt ein sehr bekannter, aber dennoch wichtiger Fakt. In unserer Gesellschaft gibt es diskriminierende Strukturen und die sind tief verankert und sie zeigen sich eben auch in der Art und Weise, wie wir KI-Verfahren entwickeln und auch einsetzen und eben auch im Zusammenhang mit komplexen KI-Systemen. Ich veranschauliche das jetzt an ein paar Beispielen, die eben auch in unserem Forum eine Rolle gespielt haben. Ich verkürze stark, verzeiht mir das. Zwei Technikjournalistinnen testeten KI-Bildgeneratoren mit hunderten Fotos von sich, um Avatare bzw. digitale Porträts zu generieren. Die Ergebnisse waren stark sexualisiert und teilweise pornografisch. Die Fotos, also die Grundlage, die sie eingespeist haben, waren das nicht. Bekannte Sprachmodelle performen schlecht für afrikanische Sprachen, auch wenn sie mit entsprechenden Daten angepasst wurden. Oder der österreichische Arbeitsmarktservice, vielleicht habt ihr das mitbekommen, AMS, setzt einen bekannten Chatbot ein, passt ihn scheinbar für seine Zwecke an, prüft ihn aber nicht umfangreich oder ausreichend. Im Ergebnis führt das dann zum Beispiel zu Empfehlungen, dass Frauen Gender Studies studieren sollen und Männer in die IT gehen sollen. Und dann gibt es eben auch, und das Beispiel haben wir heute auch schon öfter gehört, Unternehmen, die komplexe generative KI-Modelle entwickeln und Arbeit auslagern, die damit in Verbindung steht zur Optimierung und zum Testen der Systeme. Sie zahlen dafür Dumpinglöhne und die Arbeit wird eben unter miserablen Arbeitsbedingungen vollbracht. Das bedeutet, Ungerechtigkeiten, dominante Perspektiven und Diskriminierung können nicht an ein paar ganz einzelnen wenigen Stellen im Entwicklungsprozess von KI festgemacht werden, sondern sie betreffen eben den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung und des Einsatzes. Das gilt offensichtlich für mehrere Nachhaltigkeitskriterien. Vielmehr noch entstehen sie teilweise selbst dann, wenn versucht wird, folgenreichen Verzerrungen zu begegnen. Nämlich zum Beispiel mit unzureichenden Prüfungen und der Stärkung globaler Ungerechtigkeits- und Ausbeutungsstrukturen.
Jetzt die Frage, ist das sozial nachhaltig? Im Zusammenhang mit solchen komplexen KI-Systemen sind manche bisherige Begegnungsstrategien schwerer umsetzbar. Das hat zum Beispiel zu tun mit der Komplexität der Modelle und teilweise den schwer überprüfbaren, auch sehr großen Datengrundlagen und eben aber auch mit einem vielfach proklamierten universellen Geltungsanspruch. In unserem Forum haben wir deswegen auf Grundlage dieser Beispiele versucht, ein paar Lösungsansätze oder Begegnungsstrategien zu entwickeln, beziehungsweise ja, uns über Ideen dazu auszutauschen und haben das in so kleinen Gruppen getan. Wir haben dann darüber geredet, dass wir zum Beispiel in einigen Fällen die Kontextabhängigkeit von KI-Systemen anerkennen müssen und den Gedanken hinter uns lassen müssen, dass wir tatsächlich Allzweck-KI-Modelle entwickeln können, die so einen universellen Geltungsanspruch haben, dass es da, wo es möglich ist, wichtig ist, die Datenqualität zu überprüfen und gegebenenfalls eben auf das Training mit nicht überprüfbaren Daten zu verzichten. Wir haben auch darüber gesprochen oder diskutiert, dass umfangreiche Prüfungen in den tatsächlichen Einsatzkontexten stattfinden müssen, weil eben die Risiken oftmals dann erst richtig greifbar oder offensichtlich werden. Natürlich haben wir auch über vielfältigere Datengrundlagen gesprochen, über Entwicklerinnen-Teams, die diverser aufgestellt sind, vielleicht auch interdisziplinärer und das eben auch in einem globalen Kontext. Das sind jetzt ganz neuen Ansätze, die verlieren aber dennoch nicht an Gültigkeit im Zusammenhang mit diesem Thema. Nicht zuletzt und ebenfalls bedeutsam ist eben anzuerkennen, dass Automatisierung mithilfe von komplexen KI-Modellen nicht immer einen Mehrwert bringt, nicht als Selbstzweck einen Mehrwert bringt und an einigen Stellen die individuellen und gesellschaftlichen Kosten einfach hart den Nutzen übersteigen und es gegebenenfalls eben auch bereits ganz gute Lösungen gibt in manchen Zusammenhängen. Zum Schluss bleibt dann noch zu sagen, dass es EntwicklerInnen und ForscherInnen gibt, die daran arbeiten, faire KI-Modelle. Genau, die Pointe ist... Wer noch mehr möchte, kann... Danke. Wir können ja dann noch wählen. Oh je, Jana Müller-Brehm ist ja auch meine Auftraggeberin, deswegen muss ich ganz vorsichtig sein, aber... Ich muss mich hier an die strenge Zeit halten. Ich freue mich total, dass wir jetzt unsere last but definitely not least Pitcherin auf die Bühne begrüßen können, nämlich Katrin Fritsch. Danke und ich hoffe, ich schaffe es unter 5 Minuten. Wir haben auch eine interaktive Session zu digitalen Infrastrukturen gemacht, speziell zu dem Thema nachhaltige und auch gerechte digitale Infrastrukturen. Einfach weil, ich arbeite bei der Green Web Foundation und sehr, sehr viel unserer Arbeit geht auch um KI, aber eigentlich wird sehr, sehr selten diese Frage gestellt danach, was ist eigentlich darunterliegend, also was ist eigentlich die Infrastruktur, auf der KI gebaut wird und was ist auch... Was sind eigentlich auch so die größeren Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir über KI nachdenken? Deswegen war unsere Session sehr interaktiv. Wir haben sehr viele Fragen formuliert und ja, quasi wirklich so große kritische Fragen im Bereich KI, aber auch nochmal im größeren Bereich digitale nachhaltige Infrastrukturen formuliert. Und so ein paar... Also vielleicht noch kurz, was verstehen wir unter digitale Infrastrukturen? Also wir verstehen darunter wirklich ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Also zum Beispiel die Hardware und die Ressourcen, die verwendet werden, um überhaupt KI-Modelle zu entwickeln. Also zum Beispiel seltene Erden, Internetkabeln, Datenzentren, also sozusagen wirklich diese Hardware, die es gibt, das Material, auf dem wir basieren. Und dann aber auch natürlich nochmal die Kommunikation und die sozialen Infrastrukturen, die damit zusammenhängen. Also das Recht zum Beispiel auf Kommunikation und auch das Recht auch auf Meaningful Connectivity, also darauf, dass man eben miteinander kommunizieren kann, sehen wir auch nochmal als wichtige Infrastruktur, werden wir darüber nachdenken, wie Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zusammengehen.
Genau. Und was ist in unserer Session rausgekommen? Ganz viele Machtfragen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das nicht aus dem Auge zu lassen, aus dem Blick zu lassen. Was sind eigentlich die dahinterstehenden Machtstrukturen, wenn wir über KI und Nachhaltigkeit nachdenken? Also zum Beispiel, wer trägt eigentlich die Verantwortung, war eine der Fragen von der Entwicklung von KI-Systemen. Und meine zwei Highlight-Fragen noch zum Abschluss. Gibt es eine gerechte KI in einer ungerechten Welt? Und gibt es nachhaltige KI in einer nicht nachhaltigen Wirtschaft? Genau. Und mit dem 2 Minuten extra lasse ich auch schon, überlasse ich es wieder an Ihnen zu voten für die Pitches. Vielen Dank. Danke. So, das Prozedere hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Sie können jetzt über Ihr mobiles Endgerät, wenn es ein Smartphone ist, diesen QR-Code quasi über Ihre Kamera, in Ihre Kamera einfließen und dann sollte es da irgendwo eine Webseite, eine Verlinkung zu einer Webseite geben und dann können Sie dort auf Mentimeter wählen. Ich kann jetzt nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, Sie haben das alle für sich notieren können. Natürlich. Bei Professor Dr. Lynn Karg ging es um das Thema Lifecycle Analysis. Es ging auch um das Thema des ökologischen Fußabdrucks. Wir würden da mehr noch über große Emissionsfaktoren hören. Bei Dr. Anne Mollen ging es um das Thema Nachhaltigkeitskriterien und ein breiteres Verständnis für Nachhaltigkeit. Jana Müller-Brehm hat über auch ein breiteres Nachhaltigkeitsverständnis gesprochen, vor allem mit dem Fokus auf KI-vermittelte Diskriminierung. Und bei Katrin Fritsch von der Green Web Foundation ging es auch um das Thema Machtstrukturen verstehen, da die Infrastrukturen, die digitale Infrastruktur, auf der KI gebaut ist, nochmal tiefer zu verstehen, Verantwortung nachzuvollziehen. Und 2 Personen können jetzt mit ihrem Thema auf die Abschlussdiskussion gevotet werden. Also sie können, ich denke mal, 2 Stimmen abgeben. Okay. Super. Wir geben jetzt noch mal einen kleinen Moment. Aber hier machen sich, es ist ein heißes Wettrennen. Am ersten Platz ist Katrin Fritsch. Ich glaube, die Kürze, die Würze war in der Kürze. Und jetzt ist hier ein, wie sagt man das auf Deutsch? Ein Wettrennen zwischen Professor Dr. Lynn Karg und Friederike Rode, beziehungsweise Anne Mollen. Haben alle abgestimmt? Ja? Das heißt, wir haben 66 Personen, steht hier unten im Kreis, die abstimmen. Und ich würde sagen, the winner is Katrin Fritsch und Professor Dr. Lynn Karg. Herzlichen Glückwunsch. Und als Preis ist, wir werden uns, es gibt keinen Check, aber wir werden uns gleich bei der Abschlussdiskussion noch weiter in die Themen einbringen können. Und auf meinem Plan steht, dass wir um 15.15 Uhr weitermachen mit der Abschlussdiskussion. Ich gucke jetzt so ein bisschen in Richtung, aber ich glaube, wir haben jetzt noch mal einen kleinen Moment für eine Pause. Ist das richtig? Oder ja. Wir haben jetzt alle noch mal einen kurzen Moment Zeit. Es ertönt dann aber ein Gong und wir starten pünktlich um 15.15 Uhr mit der Abschlussdiskussion. Bis gleich. Ja.
So, liebe Gäste, wir kommen zum letzten oder quasi letzten Programmpunkt von diesem echt vollen Tag mit dem Thema KI. Und in dieser Abschlussdiskussion soll es wirklich um ganz konkrete Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen gehen. Und ich freue mich, dass wir da auch sehr fachkundige ExpertInnen haben, die sich in diese Diskussion einbringen werden, samt den Zweien, die ja von Ihnen, von euch auch reingewählt wurden, und freue mich sehr, meine PanelistInnen auf die Bühne begrüßen zu dürfen und bitten zu dürfen. Ich starte mit unserer virtuellen Teilnehmerin Mina Seitze. Mina ist KI- und Datenexpertin und schaltet sich heute per Videoschalte dazu. Mina ist auch mehrfach ausgezeichnete Gründerin, Datenexpertin, Publizistin, eines der bekanntesten Gesichter der Digitalszene. Sie hat auch ein Sachbuch veröffentlicht mit dem Titel Fair Tech, Digitalisierung neu denken für eine gerechte Gesellschaft, und außerdem hat Mina Inclusive Tech gegründet, europaweit die erste Beratungs- und Lobbyorganisation für Diversity in Tech und KI-Ethik. Mina, kannst du uns gut sehen und hören? Ich höre dich wunderbar und du siehst auch großartig aus. Das Kompliment gebe ich direkt an dich zurück. Schön, dass du da bist. Als nächstes freue ich mich, Armand Zorn auf die Bühne bitten zu dürfen. Armand ist Mitglied des Bundestags, deutscher Politiker bei der SPD. Vor allem ist spannend, von 2015 bis 2021 warst du als Unternehmensberater tätig und hast vor allem Unternehmen auch bei der Einhaltung von Regularien und deren digitaler Transformation unterstützt. Du arbeitest aber auch ganz spezifisch rund um das Thema KI, und ich freue mich schon sehr, da deine Einsichten und Perspektiven zu hören. Schön, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. Und dann freue ich mich sehr, unsere zwei Hot Seats zu füllen. Einmal mit Katrin Fritsch. Und Katrin, es wäre ganz toll, wenn du dich noch einmal ganz kurz persönlich vorstellen würdest. Und Professor Dr. Lynn Karg kann sehr gerne auch schon auf die Bühne kommen. Nimmt gerne Platz. Katrin, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja. Genau, mein Name ist Katrin Fritsch. Ich arbeite als Senior Program Manager für die Green Web Foundation. Davor habe ich einen Think Tank geleitet, der hieß Motive, zusammen mit Helene von Schwichow. Wir haben uns zu Gerechtigkeit und Digitalisierung spezialisiert. Und zusätzlich habe ich auch noch ein Kunstprojekt, das heißt Feminist Futures, in dem wir uns gezielt zu feministischen Zukünften vom Internet arbeiten und ja, die aufzeichnen, ein Science-Fiction-Projekt. Genau. Super, ganz toll, dass du dabei bist. Ja. Professor Dr. Lynn Karg, wir haben Sie heute schon an zwei Stellen gehört, aber vielleicht könnten Sie sich trotzdem noch einmal kurz vorstellen. Genau, es ist schon an. Genau, ich bin Lynn Karg, ich bin Assistant Professor an der Hertie School. Ich beschäftige mich mit Klimapolitik und der Schnittstelle mit KI. Ich leite an der Hertie School die AI and Climate Technology Policy Group. Und ich bin auch Mitbegründerin und Vorsitzende einer NGO, die heißt Climate Change AI. Und wir beschäftigen uns mit, oder wir fördern diese Schnittstelle zwischen KI und Klima und machen so Sachen wie zum Beispiel Workshops auf KI-Konferenzen. Wir haben ein eigenes Grant-Programm, wir haben eine Summer School, solche Veranstaltungen zu dem Thema, um da einen fachlichen Austausch zu ermöglichen. Wunderbar, toll. Und
Unsere Runde ist vollkommen mit Dr. Sergej Lagodinsky, deutscher Rechtsanwalt, Publizist und Politiker bei Bündnis 90 Die Grünen, russisch-jüdischer Herkunft seit der Europawahl 2019. ist er Mitglied des Europäischen Parlaments als Teil der Fraktion Die Grünen EVA und ist vor allem jetzt auch sehr aktiv in den Diskussionen rund um den EU-I-Act involviert gewesen. In der Gesetzgebung. Es ist ganz toll, dass Sie heute hier dabei sind. Vielen Dank. Und ich würde direkt mal mit Mina starten. Mina, wie gehst du auf den Aspekt der Nachhaltigkeit in deiner Arbeit ein, wenn es um das Thema Inclusive Tech geht? Ich selbst komme ja auch aus der Praxis, aus dem Bereich von Big Data Analytics und Artificial Intelligence. Und in den vergangenen 7 Jahren in der Tech-Industrie kann ich bestätigen, dass im Maschinenraum viel zu wenig Diskussion darüber stattfinden, ob KI-Modelle nachhaltig entwickelt werden. Es geht oftmals darum, wie der Ressourcenverbrauch aussieht, wenn wir im Bereich des Cloud-Computings gehen, wo dann die rechnerische Leistung gemietet wird. Und damit wird ja dann auch angeschaut direkt, welche Kosten damit assoziiert sind. Das sind auch Kennzahlen, die das Management interessieren. Also auch auf der obersten Ebene, wenn die Chief Technology Officer darauf schaut oder auch der CEO. Und was wir dort brauchen in der Tech-Industrie, ist vor allem ein Umdenken, wo Nachhaltigkeit dann nicht die Priorität 2 oder 3 einnimmt, sondern sogar an erster Stelle steht und auch als Kennzahl betrachtet wird, wie hoch der CO2-Emissionsverbrauch bei der Entwicklung von KI-Modellen aussieht, dass es auch vordergründiger wird und dass auch ein viel stärkeres Bewusstsein bei den Nutzerinnen und Nutzern vorhanden ist, die mit KI-Anwendungen direkt interagieren. Wenn wir uns jetzt auch den Bereich von Large Language Modellen anschauen, also den großen Sprachmodellen, wo wir den Boom auch durch ChatGPT erlebt haben, ist es so, dass eine Interaktion, wenn ich da etwas eingebe in der Maske, eigentlich auch äquivalent ist zu einer LED-Lampe, die für 1 Stunde an ist. Und das ist vielen nicht bewusst. Und deswegen wird auch in der KI-Community von der Human Self-Regulation gesprochen, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Allerdings ist dies eine utopische Vorstellung. Und was wir hier brauchen, ist ein Umdenken auch in der Privatwirtschaft, vor allem bei Deep-Tech-Unternehmen, die solche KI-Modelle auf die Straße bringen, als auch den großen Tech-Konzernen, die eine Monopolstellung einnehmen. Ja, vielen Dank erstmal für diese erste Einschätzung dazu. Und wir haben jetzt erstmal von dir auch gehört, Nachhaltigkeit muss in der Agenda an Prio 1 rücken und gleichzeitig diesen Aspekt rund um die Selbstregulierung auch. Da würde ich dich, Amon, sehr gerne einmal fragen, wie können Regulierungen denn dabei helfen, die Nachhaltigkeit nochmal an höhere Stelle zu rücken und gleichzeitig aber auch die Nachhaltigkeit von KI-Modellen insgesamt zu verbessern? Oh ja, da kann Regulierung einiges leisten. Leider ist es in letzter Zeit so, dass Regulierung immer so negativ wahrgesehen wird. Ich glaube, wenn es um Nachhaltigkeit geht, kann Regulierung in erster Linie dafür sorgen, dass wir die größtmögliche Transparenz haben. Was mich immer wieder besorgt ist, ist, dass wir bei vielen verschiedenen Produkten, Anwendungen, die KI verbunden sind, dass wir kaum Transparenz darüber haben, wie die Kosten, wie eigentlich die externen Kosten dort sind, ehrlich gesagt. Haben wir gerade darüber gesprochen, ChatGPT, ein Begriff, den ich da eingebe oder ein Befehl, den ich da angebe, das hat ja auch eine gewisse Kette, die sich dahinter verbirgt und das ist oft den Verbraucherinnen und Verbrauchern oder der breiten Allgemeinheit nicht so ganz bekannt. Deswegen finde ich, Regulierung kann da schon mal zumindest mit Transparenz dafür sorgen, dass uns bewusst wird, inwiefern das nachhaltigkeitshemmend ist oder inwiefern das auch nachhaltig ist, die gewissen Lösungen, die wir benutzen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch bei Regulierung darum, dass wir
ein gewisses Verhalten oder gewisse Produkte oder gewisse Leistungen, die wir gesellschaftlich für nicht gut empfinden, dass wir natürlich auch in eine gewisse Richtung lenken. Also nach Regulierung hat ja auch eine Steuerung und Lenkungswirkung. Und ich glaube, das ist auch das, was wir leisten müssen, und kann sagen, dass wir mit der KI-Verordnung, mit das, was gerade diskutiert wird und hoffentlich bald final abgestimmt wird, dass wir damit auf einem sehr guten Weg sind. Weil die Herausforderung, die man bei Regulierung sowieso immer wieder hat, ist die Frage, wie viel Freiheit, wie viele Möglichkeiten will man denn lassen für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für uns als Gesellschaft aus bestimmten Technologien heraus das Beste draus zu ziehen, dass es uns gelingt, den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden. Also Innovation im medizinischen Bereich, Effizienzgewinne und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite die Frage, wie stark muss man das regulieren, für den Einzelnen seine Freiheit einschränken, aber auch gesamtgesellschaftlich sagen, folgende Vorteile wollen wir gar nicht haben, weil das einen viel zu hohen Preis hat. Das ist ja die Balance, die wir finden müssen. Und da finde ich, dass wir mit der KI-Verordnung da auf einem sehr guten Weg sind und es uns gut gelungen ist, Stand jetzt, einen Mittelweg zu finden. Mhm. Vielen Dank. Du sprichst den Stand an, und ich würde Sie sehr gerne, Herr Lagodinsky, einmal fragen, wie ist denn der aktuelle Status quo rund um die Gesetzesgebung? Ja, vielen Dank, schön da zu sein, wieder da zu sein. Ja, wir sind in einer Woche, die eine Entscheidungswoche sein wird. Wir haben ja in Brüssel fast alles geliefert, was wir liefern konnten. Für diejenigen, die vielleicht diesen Prozess nicht kennen, im europäischen Bereich gibt es erst einmal einen Vorschlag der Kommission, einen Gesetzesvorschlag der Kommission. Wir können als Parlament immer noch nicht Gesetze selbst initiieren. Also warten wir, bis die Kommission erwacht und uns was vorlegt. Das hat auch gedauert. Die Kommission hat auch Expertinnenrunden gedreht. Also es hat auch ein Jährchen, glaube ich, gedauert, bis sie mit dem Gesetz ankam. Dann haben wir das verhandelt unter den Fraktionen im Parlament und haben selber einen Beschluss gemacht, was viele schon als fertiges Gesetz angesehen haben. Aber das ist ja das Besondere im Gegensatz zum Bundestag bei uns. Es kommt dann ein Trilog, und in diesem Trilog sitzen wir und saßen wir, das Parlament auf der einen Seite, die Mitgliedstaaten, also der Rat mit 27 Mitgliedstaaten, vertreten durch eine Presidency. In diesem Fall, in der Endphase, war das Spanien. Und dann gehen die Verhandlungen los. Die Kommission versucht zu vermitteln. Das ist deren Rolle. Obwohl es Trilog heißt, es heißt eigentlich Dialog, was vermittelt wird durch die Kommission. Und dann kamen diese 38 Stunden Abschluss Verhandlungen, wo ich auch dabei war, wo wir versucht haben, 9. Dezember, glaube ich, war das, dass wir noch im letzten Jahr alles fertig kriegen. Und selbstverständlich haben wir nicht alles durchbekommen, was wir wollten. Aber es ist klar, für jeden und jede, die Demokratie und erst recht Europa kennt, Europa lebt von Kompromissen. Und selbstverständlich ist es für mich zum Beispiel wichtig gewesen, wäre wichtig gewesen, dass wir ein Verbot der biometrischen Massenüberwachung in Echtzeit und auch im Post-RBI-Bereich, also versetzt, zeitversetzt, kriegen. Das war auch drin in unserem Vorschlag. Aber wir verhandeln halt solche Sachen nicht unter Grüne und FDP, ja, sonst wären wir uns sehr schnell einig bei diesem, in diesem Bereich. Aber wir verhandeln es de facto mit 27 Innenministerien, die natürlich ein ganz anderes Interesse haben, um das nicht so ganz als Instrument aus der Hand zu lassen. Und dann kommen Kompromisse zustande. Wir haben hier gekämpft, 38 Stunden ist ja nicht nichts, und haben in diesem Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen doch Fortschritte erzielt. Jetzt sind aber die Regierungen, das ist die zweite Lesung, jede Regierung in der EU muss eine Position dazu formulieren. Obwohl der Rat, also die Spanier haben ja gesagt, alles stehen hinter uns. Aber bei uns, wie so oft, gibt es dann in der Bundesregierung unterschiedliche Ansichten. Und dann kommen die besagten FDP-Kolleginnen und Kollegen und sagen, naja, ist uns zu viel Regulierung oder ist uns zu wenig Verbote, auch eine interessante Position für die FDP. Jetzt, diese Woche, wird die Bundesregierung entscheiden, ob die dieses Gesetz unterstützt, so wie wir davon ausgegangen sind bisher, oder sie sich enthalten. Und wenn sie sich enthalten
Und wenn Frankreich sich enthält, weil für Frankreich ist das zu wenig Massenüberwachung und für Frankreich ist das auch zu viel Regulierung, wenn Italien sich enthält, das wären schon die drei großen Fragen, und dann noch ein kleines Land dazu, dann ist das Gesetz tot. Und natürlich wird man, sagt man dann, naja, man kann ja dann weiter verhandeln in der nächsten Legislaturperiode, aber guckt euch die, oder gucken Sie sich die Umfrageergebnisse an. Die fortschrittlichen, die progressiven Positionen, die das Parlament jetzt in diesen Verhandlungen vertritt, wird es in der nächsten Legislatur nicht mehr geben. Weil in der nächsten Legislatur wird die drittgrößte Fraktion nach Konservativen und S&D, also Sozialdemokraten, werden sein, entweder die polnisch sozusagen geprägte, ne, PiS geprägte EKR oder die AfD und Marine Le Pen. Und nicht die Liberalen und nicht die Grünen. Wir rücken nach hinten, wahrscheinlich. Also wenn außer wir legen jetzt einen super Wahlkampf hin. Und das ist eigentlich das Dilemma. Wollen wir eine erste Welterste, also wie sagt man das? Also die erste auf der Welt eine Regulierung in dieser Woche hinkriegen? Oder sagen wir, okay, wir brauchen gar keine Regulierung, weil das ist die Alternative? Es bleibt alles unreguliert, es bleibt der wilde Westen KI, und dafür haben halt die FDP-Kollegen irgendwie Vorteile im Wahlkampf. Keine Ahnung, was die davon haben. Ja. Vielen Dank für die Einschätzung zu dem aktuellen Stand der Dinge. Das war ja auch genau die Frage. Ich würde sehr gerne einmal Professor Dr. Lynn Karg fragen, uns noch mal einen kleinen Einblick zu geben in Wissenschaft. Welche Rolle spielt unabhängige Forschung im Themenfeld KI, vor allem wenn es dann auch um solche großen, total relevanten Entscheidungen geht? Genau, und wir reden von KI-Forschung und auch Forschung über KI. Beides. Genau, weil in der KI-Forschung selbst gibt es auch sehr, sehr viel Entwicklung eben im Privatsektor. Da ist es auch wichtig, dass man da öffentliche Forschung hat, die dem so ein bisschen so Gegengewicht geben kann. Das sieht man auch bei den großen Basismodellen, wo die meisten aus dem Privatsektor kommen. Aber es gibt eben auch so ein Konsortium aus 200 Gruppierungen, also Institutionen, Universitäten, die dieses Bloom-Modell kreiert haben, und da sieht man schon, dass wirklich ein Gegengewicht auch viel Arbeit bedeutet hier. Also genau, sowohl in der KI-Forschung ist das wichtig, dass man eben noch die Universitäten darin unterstützt, diese Forschung machen zu können. Und natürlich, wenn wir über KI sprechen und auch über Policy im KI-Bereich, finde ich selbst das sehr wichtig, weil meine Kollegen und ich solche Forschung auch machen. Da gibt es natürlich auch, glaube ich, viel Bedarf an Informationen im Moment aus der Politik, so empfinde ich das, und auch viel Angebot von Tech-Sektor zum Beispiel an Informationen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch von einer Technologiepolitik-Brille drauf schaut und da aus der Wissenschaft was bietet. Okay, vielen Dank. Und jetzt würde ich ganz gerne Katrin Fritsche einmal fragen, einmal uns einen Rundumblick zu geben, welche Lösungsansätze schenken wir derzeit zu wenig Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, nachhaltigere KI zu bekommen? Gute Frage. ja, genau. Also nochmal kurz zur Transparenz. Wir zwei sind hier hochgevotet worden. Das heißt, ich konnte mich jetzt nicht so gut vorbereiten auf Ihren und Ihren Input, aber nur kurze Transparenz. Ich glaube, ich komme ja auch aus den digitalen Menschenrechten, also ich bin auch im Vorstand von Epicenter Works in Österreich und bin ganz stark mit der Menschenrechts-Community und besonders digitalen Menschenrechts-Community so verbunden. Und ich finde es sehr schade, dass es immer diese Dualität gibt zwischen Innovation und Regulierung. Ich glaube, das ist ein ganz misleading Narrative.
Einfach deswegen, weil es auch sehr viel proaktive Regulierung geben kann, die eben auch Innovation sicherstellt. Und es ist nicht alles so neu. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel im Verbraucherschutz Milchprodukte. Ganz am Anfang, wie die zum ersten Mal in Supermärkte gekommen sind, wurden die sehr häufig mit Blei, also wurde Blei hinzugegeben, damit das schwerer ist und damit mehr verkauft werden kann. Aber das war natürlich giftig. So. Und darüber ist dann auch Verbraucherschutz sehr, sehr wichtig geworden, sodass ich, wenn ich als Konsumentin in den Supermarkt gehe, jetzt weiß, dass die Milch, die ich konsumiere, zu 99% eigentlich sicher ist. Genau das Gleiche braucht es meiner Meinung nach auch auf Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel, wenn es um Klima-Miss- und Disinformation geht, jetzt um konkret in diesem Klimabereich zu bleiben, dass ich weiß, dass die Informationen, die ich auf Social Media konsumiere, auch einfach faktenbasiert sind und dass sie sicher sind und dass sie auch Demokratie gewährleisten. Das heißt, meine Lösungen sind ganz klar keine Tech-Lösungen. Ich glaube, wir reden viel über KI, aber wir müssen eigentlich über Demokratie sprechen und genau das Gleiche auch mit Diversität. Also ich sehe das jetzt nicht, dass es sozusagen nur mehr Diversität in KI-Entwicklung benötigt. Es braucht einfach viel diversere Stimmen im Bereich Technologieentwicklung, aber eben auch viel demokratischere, klarere Positionen dazu. Und das fehlt mir so sowohl auf EU-Policy-Ebene als auch im kleinen Bereich. Also selbst den Cookie-Banner wegzuschalten, glaube ich, ist in der Zwischenzeit nicht mehr wirklich die Lösung, sondern wir müssen wirklich nochmal ganz strukturell denken, in welcher Welt wollen wir leben und welche Technologien können uns dazu helfen? Und ich kann mir vorstellen, dass Mina dazu auch direkt nochmal einen Beitrag leisten kann. Wie kann strukturell gesehen, europaweit gesehen, nochmal diverser an solche technologischen Lösungen, natürlich aber auch an die Demokratie herangegangen werden, damit wir Inclusive Tech haben, damit wir Fair Tech haben? Welche Stellschrauben müssen denn da angefasst werden und gedreht werden, damit wir das erreichen können? Das ist eine gute Frage und vor allem auch eine große Frage. Wenn wir uns Deutschland anschauen, haben wir nur 17% von Frauen, die in IT-Berufen arbeiten. Europaweit sind es 23%. Deswegen wird Technologie zum großen Teil von weißen Männern der Mittel- und Oberschicht entwickelt. Also es gibt da auch nicht wirklich diverse Perspektiven. Und wenn wir das jetzt mit anderen Ländern vergleichen, wie Indien oder Saudi-Arabien, ist tatsächlich dort der Frauenanteil viel größer. Und das hat auch einen kulturellen Kontext mitunter. Da wir auch eine Wohlstandsgesellschaft sind und auch eine individualistische, dass dort bei uns auch die Studien- oder Berufswahl auch ausgelegt ist, dass wir unserer Leidenschaft nachgehen und jetzt nicht unbedingt nach Jobsicherheit und Ähnlichem, weil wenn wir danach gehen würden, dann hätten wir auch nicht den akuten Fachkräftemangel in der künstlichen Intelligenz als auch in der IT. Und um wirklich inklusive Technologien zu entwickeln, brauchen wir nicht nur mehr Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color in der Tech-Industrie, sondern vor allem auch technologische Lösungen, die bereits auf dem Markt vorhanden sind. Wir sehen ja oftmals auch im medialen Diskurs, dass von diskriminierenden Algorithmen gesprochen wird. Dabei ist es ja gar nicht der Algorithmus, der diskriminiert. Also KI ist per se weder sexistisch noch rassistisch oder diskriminierend, sondern vielmehr hängt es mit dem Datensatz zusammen und Daten repräsentieren unsere gesellschaftliche Realität. Und sobald ich eine Unter- oder Überrepräsentanz eines bestimmten Attributes habe, wie das Geschlecht oder die Ethnie, dann sollte mir das Bedenken bereiten. Und da habe ich auch zwei Herangehensweisen. Eine ist ein Bias Detection Tool, wo ich diese Voreingenommenheiten und Vorurteile rechtzeitig identifizieren, reduzieren oder sogar eliminieren kann. Und dafür gibt es auch Code, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird, auch seitens der Open Source Community. Bloß wird es viel zu wenig implementiert von KI-Entwicklerinnen und Entwicklern,
weil das Bewusstsein nicht wirklich dafür vorhanden ist oder einfach auch mehr im Hintergrund gerät, weil es darum eher geht, wie man schnell skaliert, wie man schnell die neuesten Produktfeature auf den Markt bringt. Und eine andere Lösung ist es, synthetische Daten hinzuzuführen zum KI-Modell, also künstlich erzeugte Daten, was auch Anbetracht des Gender-Data-Gaps wirklich auch von Relevanz ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tool zur Krebsdiagnostik entwickle mithilfe von KI und nicht genug weibliche Patientendaten habe, kann ich diese synthetischen Daten heranziehen und damit mein Modell anreichern und entwickeln. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wer ist die Schiedsrichterin auf dem Fußballfeld? Ist es die Politik, ist es die Wirtschaft oder die Gesellschaft? Wer hebt die rote oder gelbe Karte, wenn es zum Regelverstoß kommt? Und dafür haben wir noch nicht eine endgültige Antwort. Und das ist ähnlich wie damals beim Finanzmarkt, wo man nicht wusste, wer es genau reguliert. Wenn wir der Wirtschaft sagen, ihr seid dafür zuständig, KI zu regulieren, dann sehen wir einen Interessenkonflikt, ähnlich wie wir es beim Finanzmarkt gesehen haben und Ratingagenturen Finanzprodukte viel zu gut bewertet haben, nur um die Kunden zufriedenzustellen. Das wird nicht funktionieren. Die Zivilgesellschaft hat leider nicht genug Ressourcen, um das zu stemmen, und die Politik handelt meines Erachtens nach viel zu langsam, und wir benötigen ein Hybridmodell, vielleicht sogar eine Public-Private Partnership, wo diese Institutionen zusammenkommen, diese Kräfte bündeln und damit wir am Ende auch Fairtech etablieren können. Und eine Möglichkeit ist es auch, dort beispielsweise wie Certiv AI vorzugehen. Das ist ein neues Unternehmen, was gegründet wurde in Zusammenarbeit mit dem Innovationsfonds Hamburg, PwC der Beratungsgesellschaft und Dekran, dem Zertifizierungsanbieter, die ihre Expertisen gebündelt haben und eine Beratungsdienstleistung anbieten wollen für KI-Unternehmen, um die regulatorischen, rechtlichen und auch gesellschaftlichen Fragen anzugehen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick, Mina. Und da frage ich natürlich direkt Armand, was hältst du davon? Ist das, lässt sich das umsetzen und würde das einige der Probleme lösen? Das lässt sich durchaus umsetzen. Nichtsdestotrotz würde ich für die Aufsicht eine andere Struktur wählen. Also die Frage, die Sie aufgebracht haben, wer ist eigentlich zuständig, wenn es um Aufsicht geht, die ganze Governance-Frage, die ist entscheidend. Und beim AI Act, ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie der Gesetzestext an sich. Also wir haben eine gute Regulierung, die wir bald auf den Weg bringen werden. Aber die Frage, wie wir das umsetzen und wer dann die Aufsichtsbehörde ist auf nationaler Ebene, ist mindestens genauso wichtig. Und da glaube ich, dass eine Public-Private Partnership da nicht weit kommt. Wo ich da, glaube ich, eher eine Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren sehe, aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und aus Politik. Das ist bei der Frage von Beratung. Beratung, wie entwickelt man bestimmte Modelle? Bei der Frage von Zertifizierung, das sehe ich dann auch. Aber am Ende des Tages, wer die Aufsicht darüber hat, das muss eine unabhängige Behörde sein. Das geht auch gar nicht anders. Und das sind auch die Erfahrungen, die wir in der Finanzwelt gemacht haben. Am Ende ist es nicht bin ich es nicht als Finanzpolitiker, der darüber entscheidet, ob die Deutsche Bank gerade irgendwelche Geschäftsmodelle macht, die nicht zulässig sind, sondern wir haben die BaFin, die dafür vorgesehen ist und die das auch unabhängig noch gut macht. Und wenn es um Digitalisierung geht, dann haben wir sowieso die Herausforderung, dass wir eine sehr zersplitterte Aufsichtslandschaft in Deutschland haben. Das ist recht unumschaubar zu wissen, welche Regulierungsbehörde ist eigentlich dafür zuständig. Und jetzt mit der KI-Verordnung wird es auch nicht einfacher werden. Wofür ich plädiere, wofür wir plädieren, ist es, eine Digitalagentur auf den Weg zu bringen. Wohl wissen, dass eine Digitalagentur auch gewisse Nachteile hat, aber wir sehen schon die Gefahr, dass wir so eine Zersplitterung haben und dass wir so viele Kompetenzen haben, die überall verlagert sind, dass es am Ende weder für Verbraucher am besten Verbraucherschutz rauskommt, noch für Unternehmen klar ist, welchen Ansprechpartner sie am Ende des Tages haben. Und eine Digitalagentur mit einer koordinierenden Behörde hätte den Vorteil, dass man entsprechend unter einem Dach, unter der Schirmherrschaft einer bestimmten Organisation durchaus dafür sorgen kann, dass man die verschiedenen Behörden, die man da nicht rausbekommt. Also wenn wir beim Thema KI sind, dann gibt es ja, je nachdem, was für eine Anwendung ich gerade entwickle, gibt es mehrere Behörden, die immer beteiligt sein werden. Wenn ich personenbezogene Daten nutze, dann kriege ich den Bundesdatenbeauftragten nicht da raus. Der wird immer per Definition dabei sein.
Wenn ich im Bereich Umwelt unterwegs bin, dann habe ich auch die sektorale Aufsichtsbehörde, die da natürlich ein Wort zu sagen hat. Das die Herausforderung, und ich rede noch gar nicht von den verschiedenen föderalen Ebenen, die wir haben, die auch ihre Herausforderungen mit sich bringen. Und deswegen glaube ich, da braucht es eine koordinierende Behörde, die dafür sorgt, dass die Umsetzung gut laufen kann, dass sie stringent laufen kann und dass dann am Ende auch im Geiste des Gesetzestexts verabschiedet wird. Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, den ich da aber auch in der Debatte für sehr wichtig finde, ist, wir haben ein Dreieck zwischen Qualität, zwischen Preis und auch zwischen Schnelligkeit. Und alle drei Kriterien können nicht zeitgleich erreicht werden. Meine Wahrnehmung ist, dass wir in der Debatte rund um digitale Transformation und KI sehr schnell auf dem Weg schnell und effizient sind, sodass wir als Gesellschaft, dass die Unternehmen stark danach gehen, was habe ich denn für Lösungen, die mir Effizienzgewinne bringen, die sofort Ergebnisse erzielen, da sind wir wieder bei dem Thema von KPIs, die jetzt sofort eigentlich ihre Wirkung erzielen können. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir das eigene Verhalten auch in Frage stellen, geht es uns auch ähnlich. Bestimmte Anwendungen, bestimmte Apps, die sofort eine Wirkung zeigen, die sofort zu Effizienzgewinne führen, die Sachen sofort vereinfachen, die neigen dazu, eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben. Wofür ich plädiere, ist, dass wir nicht nur darauf achten, dass wir vielleicht da auf der Bremse treten und eigentlich auch bei den zwei anderen Kriterien darauf schauen, inwiefern die genauso wichtig sind. Und wenn es uns gelingt, zu sagen, es gibt bestimmte Entwicklungen, es gibt bestimmte Innovationen, die jetzt kurzfristig tatsächlich einen Erfolg bringen, wo wir aber sagen, mittelfristig oder langfristig sind die Folgen davon so hoch, dass wir die nicht haben können, da wären wir tatsächlich auf einem guten Weg, wo wir als Gesellschaft genau für uns definieren, wie wollen wir eigentlich mit der digitalen Transformation voranschreiten, wie können wir selbst bestimmen, was wir wollen und nicht durch einfach nur den technologischen Fortschritt dem hinterherrennen und hoffen, dass wir davon was haben werden. Okay, da sind jetzt sehr viele Aspekte gefallen. Ich würde sehr gerne einmal Herrn Lagodinsky fragen, ob denn irgendwelche Pläne von einer Private-Public-Partnership oder einer Digitalagentur auf europäischer Ebene im Gange sind auf der einen Seite und gleichzeitig auch gerne nochmal eine Reaktion zu dem Punkt von Armand Zorn rund um Effizienzbestreben der KI, wenn Sie dazu einmal Stellung nehmen könnten. Ja, also bei uns ist ja im Gesetz, um das es jetzt geht, ist ja ein KI-Büro, AI Office, vorgesehen. Und das ist auch unter anderem eine Institution, die schlank ist, aber wo es für uns zumindest wichtig war, dort auch mindestens Expertinnen und Experten, wir hätten vielleicht noch mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung gewünscht, aber Mina hat ja auch gesagt, Zivilgesellschaft kann ja auch nicht überall sein. Trotzdem, diese Beteiligungsformen sind wichtig. Und dieses KI-Büro hat ziemlich wichtige Funktionen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, die sogenannten, also das ist ja eine Lösung, die wir vorgeschlagen haben nach diesen Verhandlungen, erstmal wird es eine Art Verhaltenskodizi geben. Die sind nicht freiwillig, aber die werden sozusagen mit der Industrie zusammen durch das KI-Büro formuliert. Übrigens auch mit Blick auf Ressourcenverbrauch und auch mit Blick auf Umweltaspekte. Das ist auch etwas, was ich persönlich da mit Kolleginnen und Kollegen noch hinein verhandelt haben, dass diese Dimension nicht vergessen wird. Die Kommission wollte ja gar nichts dazu drin haben und Mitgliedstaaten eigentlich auch nicht. Und diese Aufgabe, die Formulierung dieser Verhaltenskodizi, die solange gelten, bis Standards formuliert worden sind, liegt zum Beispiel beim KI-Büro. Es gibt in der Tat seitens der Kommission und einiger anderen auch Bestrebungen zu sagen, wir brauchen eine Art Digitalagentur auf der europäischen Ebene. Ich bin da nicht abgeneigt, weil es mittlerweile sehr viele europäische Zuständigkeiten in verschiedenen digitalen Bereichen gibt. Ob es DSA ist, oder vielleicht hoffentlich KI-Gesetz oder DGA, die wir auch verhandelt haben, Digital Governance Act, Data Governance Act und so weiter. Und das zerfasert so ein bisschen auf der europäischen Ebene. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, diese Kompetenzen
zusammen zu bündeln. Zur Bundesebene muss ich jetzt mich nicht äußern, da gibt es ja Politiker hier, die dafür zuständig sind, aber klar, was wichtig ist, ist diese Dualität von Innovation einerseits und damit auch Effizienz, ne? Das wird ja zusammen gedacht, und Regulierung andererseits. Sozusagen eine Darstellung der Regulierung immer als Hemmung, als Bremse für unsere Effizienz und für die Innovation. Und das sehe ich nicht so. Und wenn wir unterwegs sind in Silicon Valley und anderswo, die Expertinnen, Experten und auch die Unternehmen sagen, es ist okay, wenn ihr reguliert. Ja? Ich habe jetzt gehört, letzte Woche Microsoft war plötzlich sehr aktiv, um das Gesetz zu killen. Ich weiß es nicht. Also mir ins Gesicht, uns ins Gesicht sagen sie es nicht. Wenn man mit Google redet und so weiter, sind nicht begeistert, aber die sagen, es ist eigentlich interessant, was ihr da macht. Und Google stellt sich doch selber hin, ich war bei diesen Treffen da in Kalifornien, und erzählt uns, wie sie zum Beispiel schon jetzt Umweltimpact aufschreiben. Dann können Sie doch nicht dann zu Herrn Wissing gehen oder zu einem anderen Minister, egal zu wem, Ministerin, und sagen, ja, das, was ihr verlangt, ist gar nicht möglich. Ihr macht das doch die ganze Zeit. Ja? Nur ihr macht es halt freiwillig. Okay, in dieser Welt, die wir sehen, wo es darum geht, auch ein bisschen Kontrolle über diese Technologie zu erlangen, gesellschaftlich gesehen, können wir nicht ständig auf Freiwilligkeit setzen. Und da sind wir eben beim Thema Regulierung. Und da sind wir auch dabei zu sagen, Regulierung ist nicht immer rückwärtsgewandt, sondern häufig, wie vielleicht in diesem Fall, etwas ist, was historisch gesehen, wenn wir jetzt sozusagen fast schon philosophisch werden, worum geht es jetzt? Es geht darum, zu mediieren zwischen dieser atemberaubende Geschwindigkeit der Innovation und Technologieentwicklung einerseits und menschlicher und gesellschaftlicher Kontrolle andererseits. Und wenn wir den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, dann entgleitet uns diese Technologie. Und das hat nichts mit Black Mirror zu tun. Ja? Also ich sage ja, wir leben ja nicht in Netflix, wir leben in der Europäischen Union. Aber es sind reale Risiken, die übrigens auch in Silicon Valley gesehen werden, wenn wir über die Diskussionen zwischen Musk und anderen und deren Entwicklungen auch ansehen. Und wenn wir sehen, diejenigen, die in Silicon Valley, die vorsichtigen waren, die vor diesen Risiken diese Technologie gewarnt haben, wie schnell sie unter dem Druck des Marktes und der Finanzierung plötzlich selber reingesogen worden sind in diesen Bereich der begeisterten, fremdfinanzierten und kapitalfinanzierten KI ohne Fesseln Entwickler. Und das darf nicht passieren. Und der einzige Weg, dem uns entgegenzustellen, gerade in Europa, in unserer Tradition, ist eben das zu machen, was wir machen, eine klare, vorsichtige, die ist vorsichtig, ja? Das ist ja, wir überregulieren hier nichts. Eine vorsichtige, abwägende Regulierung, aber die muss dann halt eben kommen. Okay, danke. Wir sind jetzt nochmal ganz stark in diesen Bereich der Regulierung reingegangen und gleichzeitig würde ich auch ganz gerne nochmal das Pendel schwenken in Richtung, wie kann KI nachhaltiger werden? Und da geht mein Blick auch nochmal zu Professor Dr. Lynn Karg mit der Frage, was können wir als Individuen eigentlich tun und dazu beitragen, dass die KI nachhaltiger wird? Und was können wir vielleicht auch allen hier im Raum mitgeben, um dass, wenn wir zu Hause sind, dass wir einfach nochmal ein Bewusstsein dafür bekommen, wie KI nachhaltiger geschaffen werden kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allem ist es schwierig, weil KI häufig sowohl sehr technisch ist, sehr komplex ist und diese ganzen Stellschrauben, um KI auch nachhaltiger zu gestalten, wirklich vorderste Front Machine Learning Research sind. Das heißt, hier sprechen wir im sehr, sehr technischen Bereich.
in der Anwendung sieht man meistens auch nicht so viel von der KI. Also wenn jetzt KI im Stromnetz angewandt wird, dann wissen wir das nicht und haben da meistens auch nicht so viele Möglichkeiten mit zu interagieren. Inzwischen interagieren wir alle aber mit KI, wahrscheinlich alle oder die meisten, mit ChatGPT zum Beispiel direkt. Und da gibt es natürlich ein Nutzerverhalten, was man auch regulieren könnte. Man könnte sich überlegen, ist das jetzt eine Frage, die ich eigentlich an so ein Basismodell, an so ein großes Modell stellen möchte, oder reicht dafür eine Google-Anfrage, die weniger verbraucht? Oder kann ich das irgendwie anders rausfinden, diese Information? Man sollte es auch nicht benutzen wie Google, das ist noch eine andere Geschichte, weil die Qualität natürlich eine ganz andere ist. Aber genau, also es ist, da könnte man natürlich seinen Nutzen regulieren. Ich habe jetzt sonst gerade nicht so viele andere gute Beispiele. Wahrscheinlich ist, was immer noch wichtig ist, ist auch vielleicht ein Bedarf und ein also politisches Engagement zu zeigen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man im Energie- oder Transportsektor gewisse Ansätze erlaubt oder nicht, zum Beispiel könnte man sich da engagieren und überlegen, ist das eine Technologie, die wir wollen oder die wir nicht wollen. Auch wenn man problematische Einsätze von KI sieht, könnte man Druck ausüben und sagen, okay, hier sollte man mal genauer hinschauen, oder man könnte über Umweltverbände da quasi sich stark machen für KI-Politik insgesamt, dass da mehr Umwelt- und Klimafaktoren eine Rolle spielen. Das ist jetzt so, was mir eingefallen ist ad hoc. Super, vielen Dank. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit für dieses Gespräch, aber natürlich gibt es die Möglichkeit für 2 bis 3 Publikumsfragen. Gerne können Sie Ihre Fragen noch mal einen kurzen Moment sammeln, und ich stelle noch mal an unsere Panelistin Katrin Fritsch eine letzte Frage, es sei denn, es gibt jetzt direkt schon irgendeine Meldung. Ah, es sind schon einige Susanne, Meldungen. Darf ich auch noch was ergänzen zum Abschluss? Ja, sehr gerne, Mina, und dann in der Zwischenzeit sammeln wir die Fragen. Hier gibt es 3, habe ich im Raum gesehen, aber Mina, sehr gern. Genau, also ich möchte auch, dass wir positiv gestimmt rausgehen aus dieser Diskussion. Und Katrin hat es schon richtig angemerkt. Also es gibt nicht nur diese Dualität zwischen Innovation und Ethik. Wir können auch beides haben. Und was ich auch in der Privatwirtschaft beobachte, ist, dass auch gerade in den Chefetagen der Wirtschaft ein Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit stattfindet, weil es auch von der Europäischen Kommission eingefordert wird im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive. Und das bedeutet, dass große Unternehmen auch nicht finanzielle Kennzahlen offenlegen müssen, wie den Gender Pay Gap, der Anzahl der Frauen in Top-Management-Positionen, aber auch, ganz wichtig, die Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Und das bedeutet für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle, Produkte und Services haben, dass sie auch kalkulieren müssen, wie hoch der CO2-Emissionsverbrauch in dem Bereich aussieht, und dass sie auch einen Anreiz dafür haben, diesen massiv zu reduzieren, weil es Einfluss auf ihre Bewertung am Finanzmarkt hat, zum Beispiel wie günstig dann auch der Kredit ist, an den sie rankommen. Und aus einer technologischen Sicht haben wir auch unheimlich viele Möglichkeiten, KI-Modelle nachhaltiger zu gestalten. Das fängt auch damit an, welche Hardware ich einkaufe, dass diese so modern wie möglich sein sollte, weil gerade neuere Hardware viel umweltfreundlicher ist. Auch wenn ich die Trainingsdaten wähle, um einen Algorithmus anzulernen, kann ich diese erheblich reduzieren vom Umfang, also mehr auf Smart Data statt Big Data zu setzen. Und ich kann auch bei der Wahl des Daten- und Rechenzentrums auch einen massiven Einfluss darauf haben, wie hoch die CO2-Emissionen sein werden. Beispielsweise ist es so, dass in Frankreich, Norwegen und auch Deutschland ist dort viel mehr der Einsatz von erneuerbaren Energien verwendet wird jetzt im Vergleich zu den USA und Australien. Und deswegen haben wir viele Möglichkeiten, KI-Modelle nachhaltig zu entwickeln. Bloß müssen wir das auch umsetzen und nicht nur ein Lippenbekenntnis haben, sondern auch ein Commitment für eine nachhaltigere und vor allem enkelgerechte Zukunft. Vielen Dank, Mina.
Und ich glaube, das letzte Wort hat Katrin Fritsch. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, also wir sehen ja diese Debatten schon seit über 20 Jahren jetzt eigentlich in der Zwischenzeit zur Regulierung oder nicht. Ich wollte ganz kurz im Raum fragen, wer findet, KI ist überreguliert? No one, exactly. Genau, also ich glaube, wir müssen einfach nochmal wirklich, wirklich drüber nachdenken, mit was wir da machen. Also nur mit Corporate Social Responsibility geht mir definitiv nicht so weit aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht. Wir brauchen Regulierung, wir brauchen demokratische Strukturen. Wir haben es mit sehr, sehr viel Miss- und Disinformation zu tun. Da sind wir viel zu spät dran. Das sehen wir ja jetzt auch auf EU-Ebene, was da passiert. Das heißt, mein so letztes Plädoyer ist wirklich nochmal rauszugehen und miteinander zu reden, auch beyond KI. Wie können wir als Gesellschaft einfach mehr zusammenkommen und ja, gerechte Technologien gestalten am Ende des Tages, weil diese Debatten gibt es seit 20 Jahren und ich glaube, wir müssen ein bisschen in die Zukunft schauen langsam, ja. Super. An die Fragenden, die Zeit ist leider nicht mehr vorhanden, das jetzt hier in diesem Podium zu machen. Wir können das sehr gerne gleich bei einem Kaffee machen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir das als letztes Wort stehen lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich an meine Podiengäste, an Mina Seitze, an Sergej Lagodinsky, an Professor Dr. Lynn Karg, Katrin Fritsch und Armand Zorn. Herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von unserer Konferenz. Es tut mir natürlich leid, dass wir jetzt nicht die Möglichkeit für Fragen hatten, aber wie gesagt, bei einem Kaffee und Kuchen ist das jetzt möglich in der Cafeteria. Und ich würde sehr gerne einfach nochmal abschließende Worte sagen. Für eine kurze Zusammenfassung ist es, glaube ich, jetzt too much, aber einfach noch ein ganz großes Dank an das Organisationsteam, allen voran Veran Meyer, Jana Müller-Brehm und Merlin Münch von iRights Lab, von Seiten Heinrich-Böll-Stiftung, wie gesagt, Veran Meyer, Christine und Lukas. Natürlich einen herzlichen Dank an das Technikteam, die das hier alles unfassbar gut möglich gemacht haben und umgesetzt haben, sowie an unser wunderbares Catering und auch an das Aufbau und nicht zuletzt einen herzlichen Dank an Sie alle, an euch alle für Ihre und eure rege Teilnahme. Vielen, vielen Dank für diese tolle Konferenz, für diesen tollen Start in die Woche und in dieses Thema. Danke. Applaus